Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio Pay-Per-View Roundtable WSU Women's Superstars Uncensored Excellence 2015 vom 12. September 2015. Und zwar in ähnlicher Besetzung, wie wir letzte Woche Shine 29 gemacht haben. Zum einen mit dem Willi, Hallöchen. Moin. Moin. Zum anderen mit dem Frankie, Hallöchen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne. Da unten, da leuchten wir. Okay, komm, jetzt. Ja, reicht, ja, ne? Ja, ist gut. Ja. Und wir haben Nicole zu Hause gelassen und haben uns dafür den Jan ans Board geholt und ins Boot geholt. Nicht, also an Bord und ins Boot. Jetzt hab ich das. Und Jan ist jemand, der sich lieber das Handgelenk zertrümmert, als nicht zu schlafen. Hallöchen, Jan. Hi. Mal gut, dass du erwähnt hast, dass ausgetauscht wurde, sonst hätte es vielleicht keiner gemerkt. Oh, meinst du? Nein, natürlich nicht. Dafür ist meine Stimme wahrscheinlich viel zu tief. Und vielleicht hätte man es auch am Akzent ein bisschen gemerkt. Boah. Und ich muss gleich meckern. Los. Warum heißt die Liga 1 zensiert, wenn es da nicht mal was gab, was überhaupt zensierenswert gewesen wäre? Falsche Erwartungen schüren. Furchtbar. Ja, die Liga ist ja jetzt im 8. Jahr, also eigentlich im 9. Jahr schon. Wir haben dieses Jahr 8th Anniversary gehabt von WSU und das war mal ein anderer Ansatzpunkt der Liga. Also das war ein bisschen die härtere Gangart. Aber das Uncensored in dem Ding steht eigentlich mehr für wir machen Damenwrestling. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen, dass man eben nicht mehr nur Arsch und Titten hat, sondern eben dresselt. Und dafür sollte ursprünglich mal das Uncensored stehen. Gut. Also es war immer nur eine reine Damenliga, ne? Ich habe mal nachgeforscht und ganz am Anfang war es gemischt, ne? Ja, aber es war schon als, also die ist am Anfang an Women's Superstars Uncensored, aber ursprünglich hatte man nicht genug Damen für den Kader bekommen und deswegen waren auch Männermatches auf der Karte, was ja aber schon mal nicht anders war am Anfang. Mhm. Jo. Weil man sagt, das hat sich so entwickelt dann mit der Zeit. Weil man sagen muss, hier hat man eigentlich von allem was gehabt. Man hatte Wrestling und man hatte Titten und Arsch. Also ja, ich wurde von allen Seiten gut bedient. Hört sich jetzt auch wieder falsch an. Trotz Handgelenk. Naja, ja. Brauch ich nur einen. Ja, ich glaube, da kannst du nicht drauf reagieren jetzt gerade. Das kann, also, kann nur schlimmer werden. Ich für meinen Teil muss jetzt mal sagen, ich bemühe mich, das hier ohne den Titten- und Arschfaktor zu bewerten. Ohne den schwachen Moment, ja. Ja. Ich gebe Noten. Noten von A bis total super tittengeil, oder was? Ich hätte ja jetzt das 5-Sterne- oder das 10-Punkte-System, was wir ja auch immer für Shows 1 einsetzen. 1 ist Brüste nach innen und 5 ist Brüste nach innen. Ja, 1 wäre so ein bisschen Shiner, wo man immer noch nicht weiß, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Oder Nicole Bass, weil ich erst vor kurzem euren ECW Podcast gehört habe. Da ist der Satz ja so großartig. Wir müssen sie Russia nennen, weil sie so viel größer als China ist. Herrlich. Ich auch gedacht habe, was ist ein hier größer als bei China und wer hat da nachgeguckt? War's schon. Sie hat auch Dinge, die China wahrscheinlich nicht hat. Weil wir wissen ja, durch Chinas Abdriften in ein anderes Milieu, dass sie durchaus... gut, ich rede zu viel. Die Show hier, um das mal so ein bisschen Wasserstand zu machen... Und das Publikum zu bewerten, was wir bei Shine gut hatten letzte Woche, also nicht letzte Woche, sondern bei Shine 29, ein gutes Publikum, ist es hier eher so, Publikum, was auf was anderes wartet. Denn die Show hat am 12. September stattgefunden, also einen guten Monat, anderthalb Monate, zwei Monate zurück. Wir sind ja heute schon am 10.11., also gut zwei Monate zurück. Und am Abend fand CCW Down with the Sickness 2015 statt und das ist die Tributshow für Chris Cash. Und wenn man dann weiß, okay, da sitzen Fans grundsätzlich ja in dieser Flyer-Escape-Zone, ne? Die warten halt aufs Combat-Zone-Produkt. Das heißt, die kriegen eigentlich das WSU-Produkt noch obendrauf. Dass die dann nicht ganz so begeistert von dem Damenwrestling sind, wie es vielleicht ein reines Schein- oder Schimmerpublikum ist, ist völlig klar. Das also schon mal als Grund... Voraussetzung, dass wir hier nicht so ein enthusiastisches Publikum haben werden, wie die wenigen Leute, die wir bei Shine gesehen haben. Ja. Okay. Ja. Das beantwortet auch einen meiner Kritikpunkte. Ja. Deswegen wollte ich es mal am Eingang sagen, einfach damit wir, also klar, man kann es trotzdem kritisieren, aber die Situation ist halt eine andere. Die Leute gehen nicht unbedingt für WSU, die kriegen halt einen Doubleheader. Ja.
Ne? Wobei, und dabei sind es ganz sicher Leute, die dann vielleicht auch sogar nur für WSU hingehen und CCW als Bonus bekommen, aber der Mehrteil des Publikums wird für Combat Zone gehen und kriegt WSU obendrauf. Ja, klar. Stimmt es denn eigentlich, dass die Show eigentlich eine Stunde vorher starten sollte? Das weiß ich gar nicht. Also ich habe auch gelesen, dass das so gewesen ist, dass sie eigentlich früher hätte starten sollen. Und dadurch auch so kurz war, wie sie denn am Ende war. Ja. Es war halt eine 2-Stunden-Show. Ne? Also muss man gucken. Die haben auch keine Intermission gemacht, was eigentlich geplant war, weil sie dann schon in Zeitdruck waren. Das wären jetzt die Erklärungen dafür. Intermission zieht die Combat Zone Show noch weiter weg. Das war vielleicht der Grund. Ja. Wissen wir auch, warum das so ist? Warum es Verzögerungen gab? Muss irgendwas mit dem, ich glaube, Beleuchtung, weil während der Show ja auch einmal das weg war und sozusagen das WSU-Logo eingeblendet wurde, wo man auch noch so ein bisschen gehört hat, ob die jetzt irgendwie uns abgedreht haben oder sowas. Ja. Also da muss wohl Strom oder zumindest bei den Kameras weg gewesen sein, weil am Ende, wo es denn nach dem Damentitelmatch dunkel wurde, das auch nochmal kurz einer, der gefragt hat, haben die uns jetzt wieder die Kameras oder so. Aber das war ja gewollt. War Hammer, da war es gewollt, aber deshalb nehme ich an, dass es da vorher auch was war, wo auch zumindest die Kameras mit betroffen waren. Es lief auch mit dem Musiken lief nicht alles richtig. Im ersten Match war der Ton noch ganz schön. Also man hat da ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube, Jan meint, nach dem Spirit-Title-Match war ja diese komplette Kameratest, wo zwei Kameras gegeneinander kamen und Zeichen gegeben haben und auf die Hauptkamera auch. Ich glaube, Jan, ach so, meinst du, ne? Ja, stimmt. Genau das. Auch noch, ja, also auf jeden Fall technische Probleme. Ja. Nochmal was zum Wasserstand, um dann mal einzusteigen. Women's Superstars Uncensored ist inzwischen eine Tochterliga von Combat Zone Wrestling. Mhm. Weil DJ Hyde das Projekt WSU gekauft hat und dann verbunden hat, weil sie eh schon mehr oder weniger oft mal zusammen veranstaltet hatten, dann mit Combat Zone zu vereinen und somit die den Nachwuchs von Combat Zone zukünftig auch Frauen zu ermöglichen und damit das CCW Dojo zu erweitern und das WSU-Schrägschicht Combat Zone Wrestling zukünftig eins ist. Das war vor fünf, sechs Jahre. Ist schon ganz ein Weilchen her. Was, 2008 sogar schon? Nee, 2008 nicht. 2008 ist Quatsch. Ich müsste jetzt recherchieren, wo der Wechsel war, aber es gab eine Art Abschiedsshow von WSU und die war aber nicht lange existent, also das war nie wirklich weg, weil es übergangslos weiterlief, dann DJ Hyde das Ding übernommen hatte. Deswegen fällt es nicht so richtig auf, man muss dann recherchieren, wo der Punkt ist. Wenn man jetzt guckt in den Daten, sieht man das nicht unbedingt, also, aber irgendwo ist es. Also spätestens dann, wenn man mitbekommt, dass DJ Hyde im Produkt auftaucht. Ja, also offiziell als Besitzer wird er hier jetzt ab 2014 angegeben. Letztes Jahr erst. Nein, das war schon länger. Also wie gesagt, ich kann jetzt hier nur sagen, wo es jetzt offiziell sozusagen dann. Ich habe irgendwas mit 2010, 2010, 2011. 4, 5 Jahre, glaube ich. Hätte ich das jetzt irgendwo gepackt. Also hier im Buch steht als Besitzer seit 2012 ein Drew Cordero. Mhm. Wenn das vielleicht der richtige Name von DJ Hyde ist, kann das durchaus sein. Mhm. Aber ist er, glaube ich, nicht. Nee, ich meine. Der heißt Markland. Ja, ich meine, Drew ist richtig. John Markland. Moment. DJ? Also hier steht, I think so. Mitte 2014 wurde WSU dann auch an CZW verkauft, offiziell. Okay. Aber offiziell. Dann wird es wahrscheinlich ein schleichender Prozess gewesen sein. Im Produkt vielleicht schon längst vorhanden, aber dass tatsächlich die Marke in die Marke Combat Zone übergeht und vielleicht auch auf dem CCWstudios.com, was ja sowas wie ein Network für Combat Zone ist, integriert wird, dann vielleicht erst wirklich so als Stichtag irgendwo in 2014. Kann ja alles sein. David, hätte man auch DJ vorher, hätte man auch vorher übrigens recherchieren sollen. David John Markland. Ja, hätten wir es auch. So. Ja. Gut, lass uns lieber in die WSU Excellence Show gucken. Jan war letzte Woche nicht bei Shine dabei. Du hast also nicht den direkten Vergleich, den Frankie, Willi und ich jetzt haben. Aber schauen wir mal, was wir daraus machen. Erstes Match ist Hanaya the Howling Huntress gegen Tessa Blanchard. Und es beginnt direkt mit Excellence. Denn zumindest in den Genen bei Tessa ist ja eine ganze Menge Excellence drin. Jan, du darfst direkt anfangen. Das ist schön.
Das Positive bei der Show ist, in jedem Match stand zumindest eine Dame, die ich kannte, von der ich schon mal was gesehen hatte. In dem Fall beide? Nein. Nein. In dem Fall nur Tessa Blanchard. Okay. Die ich bei allerdings auch nur zwei Matches maximal, und das waren jeweils sechs Damen Tag Team Match. Also 3 gegen 3, okay, bei Absolute Intense Wrestling. Shows von Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres ungefähr. Also der Eindruck bis hierhin von Tessa Blanchard war jetzt nicht so groß. Ja. Ich überlege gerade, Jan, seit wann guckst du Chikara? Also die Shows so richtig gucken, eigentlich letztes Jahr, also seitdem wieder neu gestartet wurde. Okay, dann hast du Saturine nicht auf dem Radar. Nein. Nee, das wäre nämlich auch Penaya the Howling Huntress gewesen. So eine maskierte, vom Saturn halt. Wobei es sein kann, vielleicht habe ich das mal irgendwo was von gesehen. Das Gimmick gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber das Update auf ihrer Facebook-Seite, das letzte, ist von Mitte 2012. Ja. Habe ich vorher noch vor der Sendung noch geschaut. Ich meine, das ist mal, weil ich auch zumindest einen DVD habe von Chikawa mit so Best of, vielleicht war da mal was oder so. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, Tessa Blanchard, genau, zwei Matches gesehen. Eindruck damals, sie ist halt noch etwas unerfahren. Um es mal nett auszudrücken. Aber es ist eine hübsche Dame, was schon mal im Wrestling gar nicht so verkehrt ist. Alleine der Name kann Türen so ein bisschen öffnen. Und naja, sagen wir es mal so, Damen, die bei NXT zum Beispiel eingestiegen sind, da gibt es auch einige Beispiele für Damen, die auch nicht wesentlich weiter waren als sie. Sprung zu diesem Match. Ich habe jetzt keine Zeiten bei meinem Bericht, von daher kann ich nicht genau sagen, wie lang es war, aber lang ging es nicht. Ich würde sagen, dass es Verbesserungen gab bei Tessa Blanchard. Im Vergleich zu maximal einem Jahr vorher, halbes Jahr. Wenn auch immer genau die Matches waren, die ich gesehen habe, würde ich sagen, besteht eine Verbesserung. Sie wirkt, wie sagt man, ein bisschen sicherer in ihren Aktionen. Was halt bei AEW hatte ich oft noch das Gefühl, dass so ein bisschen wie das Reh im Scheinwerferlicht. Das war jetzt hier nicht mehr so. Und da ich ihre Gegnerin halt nicht kannte vorher und das Publikum auch relativ deutlich für Tessa Blanchard geschantet hat, war ich dann auch etwas überrascht, als sie verloren hat. Ja, liegt halt, also ich muss fragen, Willi, guckst du WSU? Selten. Selten. Okay, also, dann bin ich wahrscheinlich der am ehesten im Produkt ist. Ich weiß schon die Geschichte von Herrn Naya und Athena ein bisschen so, das ist mir schon klar, dass es darauf hinausläuft und so weiter und so fort. Aber WSU gucke ich selten, ja. Okay. Also ich gucke auch mehr Schein als WSU, aber ich habe seit 2013, meine ich, jede Show gesehen. Da bist du drin. Und davor in Auszügen, also so Top-Matches. Ich hab mir auch eine Liste gemacht mit Top-Matches. Können wir nachher zum Ende nochmal machen, dass ich euch ein paar Empfehlungen gebe. Ich habe mir 5 Matches aufgeschrieben, die man durchaus sich angucken kann aus der Geschichte von Women Superstars Uncensored. Machen wir bei der 30 dann auch mal bei Shine. Mir gefällt Hanaya nämlich richtig gut. Und ich fand sie nämlich ursprünglich gar nicht gut. Ich fand sie nur hübsch. Ja. Aber inzwischen ist sie auch richtig gut. Dass sie die Anlagen hatte, hat man damals ja schon gesehen, sonst wäre sie ja nicht bei den vielen Ligen so eingesetzt worden. Aber inzwischen ist sie auch wirklich richtig gut. Und vor allem, was sie inzwischen, das kann man ligenübergreifend sagen, wo Hanaya auftaucht, sie hat eine tolle Arbeit mit dem Publikum. Und das sehen wir hier auch, wenn auch nicht ganz so in dem Ausmaß, weil das Publikum nicht mitspielt. Dass sie gut ist, habe ich persönlich in dem Match noch nicht so wahrgenommen. Erst nachher im Main Event. Erst später, ja. Also hier war es wirklich so von beiden. Es war, wie gesagt, auch relativ kurz. Also wenn das Match 5 Minuten ging, würde ich sagen, war es schon fast lange. Ja. Und das war wirklich, ja, es war ein durchschnittlicher Opener. Zwei hübsche Damen, besser als vieles, was man sonst so bei WWE zumindest früher gesehen hat. Was halt für den geneigten Fan schon mal eine Verbesserung um Lichtjahre ist.
wo man halt nicht direkt sich denkt, Alter, steht einfach nur da, ist besser. Das muss man immerhin sagen. Solche Totalausfälle, wie man es halt vielleicht als sonstiger Wrestling-Fan gewohnt ist, halt von WWE, teilweise auch TNA und anderen Sachen, war hier nirgendwo mit bei. Aber wie gesagt, bei dem Match, da war noch, der Start war schon mal nicht so optimal. In den etwas holprig. Also ich würde es vielleicht sogar krasser ausdrücken, aber wollen wir die anderen beiden mal dazu holen, Frankie? Ja, ich bin halt auch relativ neugierig an WSU Excellence rangegangen. Und ja, der Opener, habe ich natürlich auch, mein Hauptaugenmerk lag natürlich auch auf Tessa Blanchard. Ja, Blanchard? Blanchard, oder ja, Blanchard. Aber kannst du Französisch auch sprechen? Ich meine, wenn ich alte NWA-Tapes von ihrem Papa sehe, als der große Four Horsemen, hat man auch mal Tully Blanchard gesagt. Kann sein. Ja. Aber für mich ist das Blanchard. Ja, okay, gut. Blanchard oder Blanchard. Wie gesagt, der Papa ist eine große Nummer. Allerdings, ich weiß nicht, ob der so Türen eintritt, wie es Ric Flairs Tochter tun würde. Ja. Kann aber auch sein, dass Tully Blanchard vielleicht ein bisschen drauf besteht, dass seine Tochter sich selbst ihre Hörner abstoßen soll. Ja, damit endet es aber nicht, denn sie ist nicht nur Tochter von Tully Blanchard, sondern auch Stieftochter von Magnum TA. Stieftochter? Ja. Ach so, ich verstehe. Mhm. Ja? Ja. Also, anständig Gene drin. Also zumindest Vitamin C-Gene. Ja. Ja, aber sie nutzt es nicht. Ich find das positiv. Ja, die will sich selbst ihren Namen machen in den Indies. Aber ihr Tryout bei der WWE hatte sie schon? Hat sie ein Tryout, habe ich gesehen, hat sie gemacht. Ja, gegen. Und es wurde auch, so heißt es zumindest, erfolgreich absolviert. Das heißt, dass da durchaus der Call kommen kann. Ja, wenn da mal Platz ist. Abwarten und Tee trinken. Ja, wenn da mal Platz ist, richtig. Aber wird ja die Damendivision auch anständig aufgestockt. Viel besser gefallen hat mir Hanaya the Howling Huntress. Yes. Die fand ich auch in dem Match, ja, das war nicht so ideal, das Match, das gebe ich auch zu, aber kacke fand ich es auch nicht. Allerdings hat mir Hanaya the Howling Huntress von allem Belangen, ja, ich kannte ja beide Damen nicht, ja, hat sie mir besser gefallen, weil das Wrestling sah ein Ticken besser aus bei ihr, ja, die hat cooler mit dem Publikum agiert, ja, und ich fand die irgendwie wesentlich präsenter. Tessa Blanchard sah ein bisschen, oder Blanchard, sah ein bisschen blass aus in dem Match. Ja. Man könnte sagen, dass das komplettere Paket, ne? Ja, naja, The Howling Huntress definitiv, ja. Gut. Dann wollte ich nur kurz fragen, hat die samoanische Wurzeln? Nein, nee, indianisch. Indianisch, weil ich wollte gerade sagen, die hatte so leicht asiatische Züge, ja. Okay, aber indianische Wurzeln, okay. Deswegen, daran ist ja das Gimmick dann auch angelegt. Was mich tierisch genervt hat an diesem Match, und das zieht sich über den gesamten Abend hinweg, ja, und ich habe vorher Schein gesehen, so, dass die Mädels haben alle einen Auftrag im Ring, und das ist so laut und so oft wie möglich im Match zu stöhnen. Dankeschön. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Gerade im ersten Match war es furchtbar. Beim Opener ging es mir auch um, sag ich, die ganze Zeit diese ja, furchtbar. Und das zieht sich den ganzen Abend über. Okay. Das ging, bin ich scheinbar abgehärtet, oder ich stehe drauf, ich weiß es nicht. Ich hab's auch nicht mitgekriegt. Ich glaube, da merkt man, wer die Singles sind. Ja. Nee, eigentlich ist es ja eher andersrum, oder? Okay, wie sag ich das jetzt, die Aussage ohne, dass wäre es ja zu peinlich wird. Die Herren, die halt eine Dame zu Hause haben, die brauchen gewisse Sachen nicht mehr. wo vielleicht die Geräusche öfters mal vorkommen. Also auf Deutsch gesagt, die gucken weniger Tennis. Ja. Kann sein. Also, aber ich muss zustimmen, im ersten Match war es auch und vor allem dann, als der Ton umgestellt wurde. Da hat man es nämlich so doll gehört. Ja. Da wurde die Ringkamera aktiviert. Also die Mikrofone. Ja. Und deswegen war das zum Teil im Opener wirklich laut zu hören. Aber im restlichen Event habe ich das nicht so störend empfunden. Unglücklich, weil vor allen Dingen auch so wenig Stimmung da war und die Fans kaum. Ja, das war so das. Deswegen hörst du, ey, stellenweise ist ja absolute Stille da und du hörst nur das, was im Ring abgeht. Ja.
Ja gut, aber sie müssen halt auch verkaufen, ne? Ich Ja, meine, natürlich, aber. und Frauen ist es halt, also wie, was sollen die sonst für Geräusche von sich geben? Naja, nee, also das sehe ich anders. Ich hab mir eben noch ein paar, also Schein 30 zum Teil reingezogen, ja. Und Ja. da hörst du kein Mal. Nee, da hörst du. Jetzt hau ich die Platte! Das ist ein bisschen, Ah, das ist anders, okay, ja. ja. Angriff der Ja, Killertomaten. das, aber Okay. das ist halt keine Fleischbeschau und kein Ja. Gestöhne, sondern Schein ist. Den Eindruck hatte ich bei WSU fast Mehr. durchgehend, dass es schon noch eine Art Fleischbeschau ist, was da stattfindet. Mehr als bei Würde Schein. ich zustimmen, liegt aber daran, an der Erklärung, wie ich vorher gesagt habe, wer da im Publikum sitzt. Ja. Die kriegst du sonst nicht. Ja. Oder du kriegst die sonst noch für weniger, als du sowieso schon, als du so nicht kriegst. Also, Ja. weißt du? So, Willi, was hast du zum So, Opener? also erstmal muss ich Frankie beipflichten. Ich glaube aber auch, dass es an den Tonexperimenten am Anfang der Show Ja. lag, dass es wirklich nur Rumgeschreie war. Es ging mir so auf den Sack, muss ich sagen. Am Ende war es nicht mehr so. Der Event, ich glaube, ein Match vielleicht noch, wo irgendwie ganz viel Geschreie war, weiß ich noch. Ansonsten war das, die restlichen Matches waren alle nicht so furchtbar wie der Opener, was der Lärmpegel angeht. Ich muss sagen, Tessa Blanchard. Kannte ich noch nicht. Wir haben kurz bei Hell in a Cell beim Podcast drüber gesprochen. Da hat Jan sogar gesagt, ich soll mir die mal angucken. Ich habe sie noch nicht gesehen. Hinaya, The Holding Huntress, kannte ich schon, vereinzelt aber nur. Ich finde Hinaya auch richtig gut, muss ich sagen. Außer dieses Geschreie ist das ein Rundum-Paket. Finde ich eigentlich richtig geil. Am Anfang war ich, na, der Opener ist bei mir, ich habe ihn so mitbekommen, dass Hinaya kommt rein. Und erwartet vom Publikum gleich großen Pop, kriegt aber nichts und dreht sich so weg und sagt, come on, oder irgendwas ganz Komisches da. Und da habe ich schon ein bisschen keinen Bock mehr gehabt, das Match zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das irgendwie so eine Art war, weiß ich nicht, muss nicht durchkommen unbedingt. Tessa Blanchard, ich kann nicht zustimmen, dass sie sich nicht darauf verlässt, auf ihre Familie, sonst würde sie nicht mit Four Horsemen zum Ring kommen, zum Beispiel. Eine Art Four Horsemen-Theme kommt sie auch zum Ring. Was ich mir noch notiert habe, war so ein, was war das, so ein Spinning Bulldog oder sowas, glaube ich, von Tessa. Ja. Hier fand ich ziemlich nice. Sowas wie Stratisfaction vom Genau, zweiten Seil so ein bisschen, ja, ne? das fand ich ziemlich gut. Und es gab einen richtig geilen Spinning Kick oder Spin Kick von Hinaya, den aber Tessa so miserabel verkauft hat, fand ich. Und zwar flog sie wird getroffen und fällt aber nicht nach hinten, sondern nach dem Tritt in die Richtung des Fußes ist. Das sah ziemlich Ja, bescheuert aus, und nach muss ich sagen. vorne geplumpst, ja Das sah genau. so dämlich aus. Ich habe mich so geärgert, weil die Aktion sah eigentlich ganz geil aus. Aber die Reaktion, das Verkaufen davon war, ging gar nicht. Das Finish habe ich auch gar nicht mitbekommen. Irgendeine Aktion da reingesprungen Das war oder. ganz komisch, das war irgendwie einfach Ach. nur ein Tritt mit Anlauf. Ja, irgendwie getroffen halt. Ganz komisch, Knie. ja. Nein, das ist das Howling Knie. Das ist einer der Finisher von Okay. Hinaya. Ja, das war nicht Ähm, mit dem Knie, es war mit dem Fuß ganz irgendwie. komisch war das auf jeden Fall, ja. Ja, aber also normalerweise ist es so ein, wer macht das denn? Bei Noah, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, der ehemalige Partner von Kenta. Du meinst Wie heißt er denn? Naomichi Marufuji? Genau, den meine ich. Naomichi Marufuji. Okay. Der macht ja auch so ein Knie aus dem Stand, ja, was zum Teil unheimlich brutal aussieht. Ja. Und sowas hat Hinaya auch eine Zeit lang gemacht, haben einige Damen nicht verkaufen können. Und deswegen macht sie jetzt dieses Running Knee oder diese Variation, die Daniel Bryan eine Weile gemacht hat. Ja. Ach so. Sah aber ziemlich Ja? komisch aus, Und muss hier ich hat es nicht sagen. richtig geklappt, Ja. ist richtig. Naja. Und Bei Tessa dem Blanchard Spin wird Kick. trotzdem gefeiert danach. Also die Niederlage tut ihr jetzt nicht weh, muss ich sagen. Und Ja. Hinaya musste Ja, ja, und weil wir am Ende auch zukommen, musste sie ja gewinnen, um ein bisschen so, ne? ein bisschen Ein Momentum bisschen aufzubauen. Momentum Ja, haben bestimmt. nachher, ne? Das war schon richtig so. Ansonsten, ja, ich ergänze, dass offensichtlich Tessa Blanchard beim Einzug alle ihre Fans, die in der Halle waren, begrüßt hat. Ja. Nämlich zwei. Ja. Mag skurril klingen, aber finde ich nicht gut, wenn man sich die alle raussucht. Das kann man gerne würdigen, aber genau zu diesen beiden Leuten gehen irgendwie und dann sich feiern lassen, finde ich dann doch schon so ein bisschen zu grün. Ja. Ansonsten ist einfach Hinaya das komplettere Paket, so wie Frankie ja vorhin auch schon festgestellt hat, das nur nicht so ausgedrückt hat wie ich gerade mit dem kompletteren Paket, hat einfach in allen Belangen die Nase vorn. Und das ist auch völlig normal, weil Tessa noch nicht ganz so erfahren ist wie eben Hinaya, die in sich nämlich die Ohren und auch die Arme und auch die Füße und die Ellbogen alles schon abgestutzt hat im Wrestling. Ja, und zum Teil auch auf die Fresse geflogen ist. Aber
das gehört dazu und Hinaya macht das Beste draus und hat sogar gesagt, jetzt erst recht. Jetzt kommt ein bisschen was Chauvinistisches, aber das kann mir bei der Show häufiger passieren. Mich hat bei Hinaya eine Zeit lang gestört, dass die so wahnsinnig hübsch ist, aber so einen ganz, ganz doofen Bauchnabel hat. Bauchnabel? Ja. Ja, ich bin, ich achte auf so eine Kleinigkeiten. Und jetzt hat sie irgendwann hat sie so ein Piercing an diese Stelle, die im Bauchnabel so komisch aussah bei ihr. Und seitdem sie dieses Piercing hat, fällt mir das nicht mehr auf, dass sie einen komischen Bauchnabel hat. Also sage ich, alles gut. Vielen Dank, Hinaya, für dieses Upgrade. Da kann ich sagen, das würde mir bei dem Outfit, nicht mehr ab, dass sie bei der Show anhatte, gar nicht auffallen. Weil das Outfit alle Rundungen betont hat. Das egal, ob von vorne oder von hinten, da würde mir sowas gar nicht auffallen. Ich könnte jetzt also nicht ich mal sagen, mal so, dass ich Piercing bei dem hatte. Hintern braucht sie kein Bauchnabel-Piercing. Ja, aber mich hat das immer so ein bisschen abgelenkt, ja. Und das ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also jetzt nicht jetzt, sondern ist schon ein Weilchen so. Ich weiß nicht, wo der Punkt ist, wo sie das Piercing auf einmal hatte, aber ich bin mir sicher, dass ihr das selber aufgefallen ist, vielleicht sogar Leute gesagt haben, dass es komisch aussieht oder wie auch immer. Manchmal sind Frauen ja noch eher diejenigen, welchen denen das auffällt, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen da das Upgrade definitiv eine gute Sache. Vielleicht nur ein bisschen hinderlich manchmal beim Wrestling, aber es gibt genug Damen im Wrestling, die Bauchnabel-Piercing haben. Manchmal haben sogar Kettchen mit dran. Also alles halb so wild. Ja, wir werden über Naya nochmal reden, weil sie im Main Event steht. Ja. Gehen wir ins nächste Match? Oder habe ich noch was irgendwie? Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht mehr zu dem Match. Gut, können wir ins nächste Match gehen. Brittany Blake und Solo Darling gegen Angel Dust und Veda Scott. Oh Gott. Eigentlich müsste jetzt Jan wieder anfangen, aber ich lasse ihn nicht, weil er gerade angefangen hat. Willi darf anfangen. Oh. Ja, am Anfang waren die Promos. Ja. Suck Her Stick zum Beispiel. Ja. Der Rap. mit der guten Auflösung nachher. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Achso, was ich ganz gut fand, wie das Ganze aufgezogen wurde. Und zwar war irgendwie oldschool gemacht. Die Heels veräppeln die Faces. Die antworten auf eine lustige Art und Weise. Dann wird angeteased, dass die Heels zumindest in der gleichen Art zurück agieren werden. Findet nicht statt. Stattdessen kommt die Attacke. Ja. Fand ich richtig schön oldschoolig. Habe ich richtig genossen, muss ich sagen. Obwohl mir die Paarung nicht so, fand ich nicht so gut. Aber allein für das hat sich schon gelohnt irgendwie. Das war schön oldschoolig. Hat mir Spaß gemacht. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass das Timing oft unglücklich war. Gerade bei Aktionen von oder mit Vader Scott. Konnte ich nicht so genießen. Ich weiß nicht, ob das hoffentlich euch auch gefallen ist, denke ich mal. War immer irgendwie der Wurm drin. Also wieder fehlte da 30 cm beim Schlag oder sie musste so lange zurückgehen, bis wirklich eine Aktion ausgeführt wurde. Irgendwas war immer. Also alles um Vader Scott irgendwie war nicht so doll. Obwohl ich sie am meisten mag von den ganzen Vieren. War halt nicht so doll. Ansonsten war Angel Dust war die stärkste im Match für mich. Bis auf den Fehler, dass sie da nicht ausgekickt ist am Ende. Mhm. Und so das Match leider verkackt, das Ende zumindest. Aber sie ist doch, also da bin ich bin mir relativ sicher, dass sie ausgekickt ist. Dann hat der Referee vor dem 3. Ja. Also so soll es auf jeden Fall nicht enden, denke ich mal. Und was mir aufgefallen ist, was mir auch den ganzen Abend später auffällt noch, dass sie dauernd deutlich Absprachen sieht, wie das Match gecallt wird zwischendurch. Ja. Das ist so oft noch an dem Abend. Main Event war es ganz oft. Bei dem anderen, ich weiß gar nicht, was das. Achso, hier, der Spirit-Title, da war das noch und noch zu sehen. Das war schon furchtbar. Man konnte sich gar nicht konzentrieren aufs Match, fand ich. Das fing da an. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass es da anfängt. Deswegen war. Das ist natürlich nicht wie bei der WWE, dass du es hörst, sondern du siehst es, dass die Körper aneinander gehen. Du siehst es. So oder eben mal ein Rest-Hold und der Kopf zu da runter geht, dass offensichtlich was gesagt wurde. Eben. Wenn es zu offensichtlich ist, dann ist das vielleicht eine gut gemeinte Sache. Ja. Ist auch vielleicht das von den Workerinnen in dem Fall professionell. Aber sie müssen es eigentlich anders machen, denn das, was sie da machen, was sie da tun, ist auf ein volles Publikum ausgerichtet. Ja. Und es war kein volles Publikum. Und das wirkt dann natürlich in kleinerer Halle mit weniger Lautstärke, wirkt das dann natürlich unglücklich. Ja. Und das ist schlecht. Also man hat ja, die Mädels haben ja alle fast volles Haar, fast alle und lange Haare. Da sieht man es nicht so, wenn man mal irgendwie jemanden hochnimmt oder einen Haaren zieht, hochnimmt oder so. Oder jemanden wirkt oder so, dann kann man ja kurz sich besprechen oder so. Aber manchmal haben wir wirklich 10, 15 Sekunden nebeneinander gestanden und die Köpfe zusammengetan und das war schon so auffällig. Aber es geht den ganzen Abend über noch, aber wir wollen ja nicht so doll meckern. Das Match an sich war jetzt in Ordnung, außer das, was Vader Scott abbekommen hat oder selbst gemacht hat, mit dem ich nicht zufrieden war. Aber ansonsten, ja, ich habe noch mir aufgeschrieben, dass ich den zweiten Bulldog im zweiten Match schon sehe. Diesmal von Brittany Blake, glaube ich.
Ist mir aufgefallen, weil ich eigentlich selten Bulldogs sehe. Glaube ich jedenfalls. Und da war schon der zweite im zweiten Match. Deswegen. Und noch was, ja? Nämlich den Drop Toe Hold in die Ecke aufs zweite Turnbuckle. Auch wieder, das zweite okay, Match. Also, das fand ich sehr unglücklich. Es rechnet sich. Ja. Wisst ihr ja, Absprachen ja. Von mir immer so, was Wrestling angeht, ganze Show. Und dann, vor allem, wenn es genau. Aufeinanderfolgende Matches ist, gleiche Aktion. Deswegen war der Bulldog auch gleich zu sehen. Das fiel auf irgendwie. Genau. Deswegen. Mhm. Naja. Deswegen habe ich beides nebeneinander zu stehen, deswegen ergänze ich das gleich, ja. Damit ich das nicht nachher nochmal sagen muss. Siehst du wohl. Ja, der nächste darf. Der nächste darf. Dann Frankie, auf los geht's los. Es tut mir wirklich leid. Ich merke ja, dass dem Willi das einigermaßen Spaß gemacht hat, dieses Match. Ich fand's, ich habe mich anfangs gefreut, Veda Scott jetzt mal wrestlen zu sehen. Ja. Als sie reinkam, ich mir gedacht habe, ja cool, jetzt sehe ich sie mal als Aktive im Ring. Aber ganz ehrlich, das Opening-Segment, wo die dann hier die anderen zwei hier, Brittany Blake und Solo Darling, wo die reinkamen und dann dieser Rap, ich fand's ab da furchtbar. Es war so schlimm, dass ich kaum noch hingeguckt habe und es irgendwie nur an mir ab vorbeifließen lassen, dieses Match. Die paar Sachen, die ich gesehen habe, sahen alle nach ziemlichen Botches aus. Ja. Die ich so in Erinnerung hatte. Ich erinnere mich an so eine Sache in der Ecke und Solo Darling schmeißt sich aufs zweite Seil, hat da irgendeinen in der Ecke, ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr. Oh, das war aber gut. Nee, fand ich. Das hab ich mir als positivste Aktion des Matches rausgeschrieben. Positivste, ja, das war. Das ist was, was den seitlichen Shoulderblock von Solo Darling, den bleibt sie aber liegen, bleibt also sozusagen so, dass Angel ja. Das sich nicht mehr wehren kann und Brittany Blake kommt mit einem Diving Knee, doppelten Knie an und springt den. Und dann lässt er Solo Darling die Position auf dem zweiten Seil los. Ich den Sprung nicht mehr gesehen. Ach, als Tag-Finish-Schuss. Ja, also fand ich eigentlich gut. Ich auch, ja. Ich nicht. Das habe ich als positivste, ja, richtige, positivste Aktion des Matches. Ausgerechnet beim Gegnerteam. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber das ist an mir vorbeigeplätschert. Ich fand's grausam. Okay. Es tut mir wirklich leid. Vor allen Dingen, hier, wenn ich diese übertriebenen mit ihren Katzenöhrchen hier, die Faces, Das ist eigentlich Solo Darling, das ist ihr Gimmick. Und Brittany Blake hat jetzt nur mitgezogen bei Seitentag-Team. Ja. Okay, gut. Und Veda Scott im Ring ist für mich auch nicht unbedingt eine Bereicherung. Während ich sie bei Ring of Honor echt klasse finde. Als Valet. In anderen Matches auch. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir nämlich, Jan und ich sind ja bekennende Veda Scott-Fans, die auch nicht nur ein Match von ihr gesehen haben, sondern mehrere und das gut befinden bisher. Auf ihrem T-Shirt steht übrigens Veda Scott for your eyes, nine lives, Veda Scott. Jan, jetzt du. Gott sei Dank konntest du mir das jetzt sagen, weil sie hat nie lang genug stillgehalten, dass ich das komplett lesen konnte. Das hat mich sowas von aufgeregt. Das ist das für die Augenschule, ne? Wobei ich mich jetzt auch frage, ich hätte einfach Stopp drücken können. Oder Pause. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Hättest du mal gemacht, dann hättest du Veda Scott noch länger begutachten können. Ja. Bei mir kann man genau das Gegenteil von dem sagen, was Frankie gesagt hat. Gerade das Vorgeplänkel, da habe ich so breit grinsen müssen, dass mir dann das Match hinterher schon fast egal war. Also wie das gelaufen ist. Wenn ich kurz was sage, Entschuldigung, ich unterbreche immer den Jan. Es tut mir leid, Jan, es trifft immer dich, wenn ich mit podcaste. Ich weiß, ja. Aber ich habe eine 12-jährige Nichte, die bald 13 wird. Die fühlt sich genauso auf. Vielleicht bin ich deswegen schon allein von diesen Tussis da genervt, ja. Das kann natürlich sein. Aber die Ringsprecherin bei Shy 29 mochtest du wieder. Das ist, ja, pass auf, die erinnert mich an meine andere Nichte. Meine Schwester, muss ich sagen, hat 4 Töchter. Das gleiche, okay. Ja, so, und die ist schon 20. Ja, und das ist was anderes. Die ist nicht mehr ganz so nervig wie so ein Teenie. Das klingt schon nach einer Prinzipienfrage. Ja. Ja, gut, auch das mit den Katzenohren und sowas. Wenn man Animes guckt, viel guckt, so wie ich, überhaupt so japanisches Zeug, dann sind halt so Mädels mit Katzenohren häufiger in deinem Blickfeld vertreten. Dann gewöhnst du dich da nicht nur dran, dann gefällt dir das auch. Sagen wir es mal so. Jetzt wäre das Einzige. Ist das es gefällt dir jetzt, weil es dir gefällt, Prinzip? Weil du siehst es so oft, dass es dir irgendwann gefällt, weil du dich nicht mehr dagegen wehren kannst? Oder gefällt es dir, weil es dir gefällt? If you can't beat him, join him, ne? Ich würde jetzt mal einfach sagen, irgendwo in der Mitte davon.
Also sagen wir es mal so, ohne das mit Animes und sowas, wo das halt öfters auch nicht nur, dass jetzt jemand so eine Ohren auf hat, sondern halt grundsätzlich Damen mit Katzenohren. Hätte ich das hier vielleicht auch ein bisschen albern gefunden, aber ja, irgendwie hat es mir gefallen. Und wie gesagt, das Einzige, was noch besser gewesen wäre, wäre Vedas Kött mit so einem Katzenohren gewesen. Ja, Vedas Kött reicht bei mir immer schon, dass bei einem Match ich dann genug abgelenkt bin, dass mir so die gröberen Sachen teilweise nicht so auffallen, aber auch ich muss sagen, ja, das Match war da. Es war auch nicht sehr lang und das war gut so. Das Match war da. Ja, Ja, ist ja richtig. ja. Mehr kann man manchmal gar nicht sagen. Ja. Wenn man nichts Gutes zu sagen Ja, hat, von den dann vier lieber so. Damen, ja, wie gesagt, Vedas Kott oft genug erwähnt und hervorgehoben. Angel, das habe ich, glaube ich, auch schon ein, zweimal bei AIW gesehen. Die anderen beiden gar nicht, wobei Brittany Brittany Blake. Blake könntest du aber Die kennst du. bei. Müsstest du eigentlich, wenn du ein bisschen. Also, die tritt überall mal wieder an. Und Solo Darling eigentlich Die kennt man auch. auch, ja. Inzwischen. Das Problem, also bei Inzwischen. Solo Darling bin ich mir auch nicht sicher, weil ein Tag Team mit dem Namen Sugar Rush Ja. habe ich, meine ich, auch irgendwo schon mal. Jetzt überlege ich gerade, war die Partnerin von Solo Darling Sojourner Bolt? Nein, die hat ein Tag Team mit Heidi Lovelace, The Oh Buddies. ja, Ja. richtig. Richtig. Dann habe Dann ist das ich. andere wahrscheinlich noch länger Ja, her. stimmt, mit Heidi Lovelace, Sugar Rush. Das habe ich irgendwo gesehen. Die Das beiden ist als Tag. AAW, Das kann sein, glaube weil ich ich. von denen auch die ein oder andere Show. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber die packe ich am ehesten dahin. Also es wäre zumindest deshalb möglich, weil ich halt von der AEW auch ein bisschen was auch zuletzt Aber die geguckt heißen aber Buddy habe. System. Wer ist denn Buddy System und die? The nicht Buddy System. Links. Aber Sugar Rush kenne ich, das habe ich damit, da klingt es bei mir auch. Das hat sie ja auch hier in dieser Promo gemacht. Da habe ich gedacht, irgendwie klingelt es gerade. Ich habe jetzt eine ähnliche Assoziation wie Jan gerade. Fandet ihr denn Solo Darling eigentlich ganz gut? Also ich fand sie jetzt nicht schlecht in dem Match, muss ich sagen. Ausbaufähig. Ich habe halt Solo Darling kenne ich halt auch schon relativ lange. Die ist ja auch schon ein Weilchen dabei. Wenn man immer mal wieder so das ganze Independent Wrestling guckt, dann gibt es halt immer wieder auch Damen-Matches auf der Card. Und eins von denen, die dann oftmals das Damen-Match bedienen, ist dann so gefühlt für mich eine Solo Darling. Also unter anderem eine Solo Darling, muss ich richtig sagen. Die ist auch Und oft unterwegs in den letzten paar Jahren. ja. Und was man aber sagen muss zu den Anfängen, wo ich jetzt nicht mehr sagen könnte, wann sie sind, wann sie waren, müsste ich Sheeten nebenher, aber sie hat sich definitiv verbessert. Also sie hat sich im Charakter gefunden, dieses durchgeknallte, Genau. bisschen bisschen an Leva Bates ausgerichtete Gimmick des Cosplays. Und das funktioniert mit diesem doch eher völlig extrovertierten Auftreten. Und wenn jetzt noch das Wrestling so ein bisschen glaubwürdiger, ist das beste Wort, wird, dann könnte ich mir vorstellen, können wir mit Solo Darling durchaus das eine oder andere noch Du erwarten. meinst, die muss noch ein bisschen Stiffness lernen? Nee, die muss lernen, dass es nicht nur bedeutet, den Gegner, also ich den Gegner gut aussehen lassen, sondern ich muss selber auch zuhauen, dass die Aktionen gut Ja. aussehen. Das heißt, sie hat das drauf, das Verkaufen. Ja, das geht eigentlich schon ganz gut, aber du hast das Gefühl, dass sie sich nicht traut, den Gegner zu hauen. Und wenn sie das verliert und das kombiniert mit dem einen das Gute und vielleicht sogar das eine ein bisschen weniger weg und ein Ja. bisschen mehr drauf bei dem anderen, dann wird es das komplettere Paket und dann vielleicht nicht ganz so ein doll nerviges Gimmick. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Solo Darling durchaus noch durchbrechen könnte. Bei Athena war es ja viele Jahre sehr ähnlich, wo du immer gemerkt hast, da ist alles drin. Ja, Ja. und irgendwann war alles drin und dann fehlte bloß noch dieses und dann kam und dann brach es durch. Ja, und vielleicht ist Solo Darling eine dieser, die das könnten, weil genug Herzblut und genug in Anführungsstrichen schon gefressen hat sie ja schon und deswegen könnte es sein, dass das auch für so eine Dame funktioniert, weil die halt lange genug dabei sind schon und immer noch da sind, weil es sind genug Damen, jetzt können wir wahrscheinlich alle sagen, die wir schon häufig gesehen haben Independent, weiß ich, 2008, 2009, 2010 und aufwärts. Und viele davon sind nicht mehr da. Das heißt, die, die da waren und jetzt immer noch da sind, die haben genug mitgemacht, denn da gab es Ligen wie Shine, Shimmer und WSU zum Teil nicht. Ja.
Zumindest nicht regelmäßig. Ja. Und die Damen haben sich durchgebissen und sind jetzt in diesen Shine, Shimmer, WSU, AIW, Girls Night Out und was weiß ich, Events. Ja? Und wenn du das durchgehalten hast, diese harte Phase, und dann immer noch da bist und immer noch Bock hast, dann beweist du ja, dass du das möchtest. Und viele anderen, die dann zum Teil höher in der Card standen, zum damaligen Zeitpunkt, sind jetzt gar nicht mehr da. Das ist jedes Martinez und so ein Kram, ne? Rain, Lacey, ja. Sind viele. Wir können das sicher relativ lang machen, ja? Cheerleader Melissa. Ja. Ja. Die den Schwanz einzieht, sobald es schwer wird. Schade. Ja? Genau. Die Puschelschwanz zieht sie ein. Jetzt nicht falsch verstehen, ne? Es gibt halt so einige Damen, die dann durchbrechen oder die eher sagen, ach, macht ihr mal. Und natürlich sind dann auf Sonnencards, auf wichtigen Events, dann diese, die vorher gesagt haben, macht mal ohne mich, auch nicht, werden nicht mehr berücksichtigt. Mhm. Ne? Und deswegen kriegen von mir solche Damen, die wie eben Solo Darling, die dann auch zum Teil schon da waren und eben auch einfach nur da waren, ja, kriegen dann ein bisschen den Bonus, dass sie sich haben durchbeißen wollen. Und so ähnlich drückt das ja Athena auch nachher in ihrer Promo aus, ne? Ja. Dass man sich nicht unbedingt mögen muss, dass man aber fürs Wrestling Herz haben muss und dann wird es einfach irgendwann klappen, wenn man sich oft genug durchbeißt. Naja, Solo Darling erkenne ich immerhin an. An die werde ich mich vor allem zurückerinnern. Ja. Weil ich die besonders nervig gefunden habe. Aber das ist auch ein Bonus. Ja, es ist halt auch ein Bonus. In dem Sinne hast du recht, ja. Matze, ich muss dich noch was fragen. Und zwar... Ja. Wie fandest du denn das, dieses Vorgeplänkel, diese Promo am Anfang? Ich finde, dass man, also das war eine klare Sache davon, dass man offensichtlich nutzen wollte, dass Solo Darling und Veda Scott gerne und gut Promos halten. Ja. Das aber hier nicht so wirklich geklappt hat. Findest du nicht? Also ich fand, das war so. Das, was du gesagt hast, dieses Hin und Her mit dem, mit dem Aufbau, dass die Faces anfangen, sich bloßstellen, genau. Dann theoretisch die Heels lachen, aber eigentlich können wir es besser und dann eigentlich nur aufgebaut wurde, dass wir euch jetzt attackieren. Das war gut. War super, ja. Aber das, was gesagt wurde, war nicht gut. Ja, gut. Ja? Ja. Also die Grundsituation, völlig okay und auch das genau erzählt, was es wollte, aber das, was gesagt wurde und auch wie es rübergebracht wurde. Was böse war auch, war ja vor dem Match noch, dass sie, muss ich mal kurz gucken, Vader Scott hat gesagt, sie wollte ja eine Partnerin haben. Ja. Und ihre erste Wahl war ja eben Brittany Blake und damit macht sie ja Angel Dust wieder ihr jetzige Partner. Ja, aber sie sagt ihr ja vorher, du bist der perfekte Partner. Ja. Und dann guckt sie ja erst zu Brittany Blake, dass bis sie den perfekten Partner gefunden hat, war eigentlich Brittany Blake auf der Liste. Und eigentlich sogar ganz oben auf der eben, Liste. Ja. Damit macht sie es aber wieder ganz gut, weil sie ja vorher Angel das gelobt hat, dass sie jetzt endlich den perfekten Partner hat. Ja. Aber wie wir ja am Ende des Matches sehen, die Suche für Veda Scott geht weiter. Ja. Ja. Also... Deswegen ist da ja noch nicht alle Tage Abend. Also Brittany Blake und Solo Darling gewinnen. Am Ende mit Finish ist dann so ein, ich hab's jetzt nochmal Diving RKO genannt, ob es das überhaupt ist, weiß ich nicht. Also so ein Falling Star von Stardust, vom zweiten Seil nach draußen ähnlich. Mhm. Einfach vom zweiten Seil nach rückwärts und dann sich drehen, in den Gegner springen und sowas wie ein Cutter ziehen. Mhm. Also ein bisschen wie John Cena da mit seinem eingesprungenen. Aber da würde ich schon sagen, war das hier schon besser. Ja, gut. Also der erste, den Cena gemacht hat, der erste gegen Owens von dieser Aktion, dieser Diving Cutter, der war gut. Und jeder weitere seitdem war schlecht. Ja. So. Wie kommt es eigentlich, dass wir in allem, was wir reviewen, irgendwo John Cena reinpacken? Er ist omnipräsent, das ist einfach so. Keiner will es wahrhaben, viele nicht, wollte ich mal eher sagen, wir wahrscheinlich schon. Ja. Er ist einfach John Cena. Aber irgendwer muss ihn ja erwähnen, wenn es die WWE aktuell gar nicht macht. Ja. Na, ist ja nicht richtig. Er war ja gestern bei Today Show. So, ich bin auch kein Cena-Hater mehr. Schon lange nicht mehr. Ist ja auch unnötig. Ach, scheiß auf Cena. Reden wir mehr über Damen. Ja. Gehen wir ins nächste Match und dort ist eine, die zukünftig mit John Cena zu tun haben. Ja. Sumi Sakai. Weil sie ihn häufiger sehen wird im Development Center, Performance Center, so wollte ich sagen, Development Bereich, Performance Center, nämlich Athena wird jetzt bei der WWE unter Vertrag stehen und, wie wir auch bestätigen können, und jetzt ganz kurz ein bisschen Spoiler-Alarm für euch drei, die dabei sind, wenn ihr es noch nicht wisst, und für alle, die gerade zuhören, vielleicht für ein paar Sekunden die Ohren ausmachen, sie ist schon im aktuellen NXT-Taping dabei und hat ein Match und gewinnt das Match. Adrian Reese. Yes.
Und auf die Frage vom letzten Mal von Frankie, wie lange es dauern wird, dass wir Athena bei der WWE sehen, habe ich noch, das war letzte Woche, habe ich noch gesagt, ich glaube, das geht schneller, als wir denken. Eine Woche drauf. Zack. Ging schneller, als wir dachten. Ja. Ja? So ähnlich also, wie James Storm. Ne, wer hat damit gerechnet? Ja. Genau. Ja. Aber wir reden natürlich noch über Athena, denn das ist sozusagen ihre Abschiedsshow hier. Der Gegner hier im ersten Match, Sumi Sakai, wurde ihr von DJ Hyde gewehrt. Und ja, Frank, jetzt darf du anfangen. Ja, Sumi Sakai, Athena kannte ich ja schon. Athena finde ich gut. Ja, seit Shine 29 finde ich, ja, die hat's drauf. Kann ich auch absolut, drücke ich meinen Schnubbel-Frankie-Approved-Stempel drauf. Ja, die darf jetzt da oben mitmachen. Die passt da auch gut hin. Sumi, ich möchte über Sumi Sakai reden. Bitte. Ja, also ich habe die bis zu diesem Match habe ich das mit meiner Freundin geguckt zusammen. Ja, und meine Freundin meinte spontan, als Sumi Sakai zum Ring kam, die sieht aus wie so eine japanische Hausfrau aus dem Ghetto. Wahrscheinlich, weil sie es sogar ist. Ja, sieht aus so, dem ja, Ghetto. Es sieht so aus, ja. Ich fand die aber trotzdem gut. Die hat das cool gemacht, die hat cool den Heel gespielt, ja. Und tolle, tolle gemeine Aktionen auch drauf gehabt. Ja, also ich fand die schon cool, Sumi Sakai. Ja, ansonsten, also in diesem Match ging es für mich schon ein bisschen, was das Niveau anging, bergauf bei Excellence. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, Frank. Ich habe gerade was gelesen, was mich ein bisschen irritiert. Der Spitzname von Sumi Sakai ist Pyunteng. Was heißt das? Wisst ihr, was das ist? Nein. The Rock hat doch mal seine Pie-Sorten sortiert, ja? Und Pie wird ja gerne im amerikanischen Gossip, im Slang, Urban Dictionary, bla, wie das auch immer das nennen will, gerne als wie drücke ich das jetzt richtig aus, dass das jetzt nicht, dass wir jetzt nicht komplett FSK 18 werden? Ja, ich glaube, wir wissen alle, worum es geht. Hoffe ich, ja? Ich nicht. Und Pyunteng, ja, es ist der in den Intimbereich einer Frau ist Pie, ja? Also Essen, bla, so. Mhm. Ne? Gut, da hoffe ich, haben wir das halbwegs. Mhm. Und Pyunteng Pie ist im Slang eine sehr behaarte. Der Bär. Warum nennt man sich denn als Spitzname Pyunteng? Finde ich völlig absurd. Da ist an der Theorie von meiner Freundin was dran. Vielleicht ist es wirklich so eine Hausfrau. Nee, aber ich lese gerade, die hat eigentlich eine Top Martial Arts Ausbildung. Ist auch schon ewig dabei. Ja. Judoka bestreitet auch MMA-Kämpfe und so weiter. Ja. Hat Jan bestimmt auch schon was gesehen. Mhm. Ich bin mir sicher, ohne es vielleicht bewusst zu wissen. Ja, jetzt mal abgesehen, ich bewerte nicht gern das Aussehen der Damen. Ja, ich versuche das wirklich. Die ist natürlich, nein, sie ist keine Schönheit. Ja, aber rein handwerklich hat die Frau es voll drauf und hat für mich auch einen hohen Wiedererkennungswert. Ist auch schon 43. Mhm. Jo, deshalb sage ich ja, wahrscheinlich ist sie schon in Japan Hausfrau. Trainer unter anderem Lioness Asuka. Das wird die Leute hören lassen, die gerade WWE NXT verfolgen. Nach der guten Dame hat sich nämlich die aktuelle WWE-Dame Asuka, nämlich Lioness Asuka war auch mal bei einer Survivor Series dabei. Und zwar gab es da eine Fehde. Landra Blaze hat drei japanische Mädels zur Hilfe geholt und dann gegen vier böse Japanerinnen angetreten. Und Lioness Asuka war eine davon. Mhm. Klugscheißer-Modus aus. Ja. Wenn wir Bull Nakano sagen, googelt mal bitte Bull Nakano. Bull Nakano, ey, Jaco. Nee, aber das wollte ich einfach mit einbeziehen, weil Kana einfach wahnsinnig gut ist. Ja. Schon immer gewesen und eine der Trainerinnen und deswegen auch die Namensänderung oder die Wahl des Namens geht eben auf eine der Trainerinnen zurück und das ist eben eine derselben Trainerin, die auch Sumi Sakai hatte, wo sich der Kreis schließt und wenn wir schon bei der WWE sind, einer der Leute, die Triple H trainiert haben, ist Killer Kowalski und auch der ist ein Trainer von Sumi Sakai. Mhm. So, ganz viel Halbwissen und was man alles so brauchen könnte mit Druff, ja. Deswegen ändert es aber trotzdem nicht, dass dieses Match
vielleicht sogar trotzdem nur bedingt funktioniert. Egal wie gut diese beiden Damen sind. Ja? Jan, was hast du zu dem Match? Es war auch nicht viel, sagen wir es mal so. Vielleicht wieder so ein bisschen auch zeitlich gesehen, war aber von den ersten drei Matches mit weitem Abstand das Beste im Zweifel. Was auch so ein bisschen an den Submission-Sachen lag, was ich ja durchaus mag. Es war viel Brawling und Submission, ja. Ne? Also das ist so vom Stil her durchaus was, was ich durchaus mag. Athena habe ich auch schon ein bisschen was gesehen. Ich glaube auch bei Ring of Honor und bei AAW im Zweifel wieder. Ring of Honor war sie auf einer der Touren dabei. Ja, also da weiß ich, dass ich da auf jeden Fall irgendwo mal ein Match gesehen habe. Ist ja auch geil, auf jeden Fall. Da ich ja wusste, dass sie zur WWE geht. Und gerade als sie, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es jetzt Athena ist, hätte ich auch gesagt, hey, guck mal, was macht Naomi hier und wieso ist ihr Hintern kleiner geworden? Also wenn die WWE mal das Problem hat, dass Naomi ausfällt, dann könnten sie auch einfach Athena hinstellen, ihr vielleicht irgendwie eine Arschprothese verpassen, dass der Hintern größer wirkt und keinem fällt's auf. Doch, Mann, mir. Ja, ganz toll, glaube ich. Ich mag beide. Ja? Ich auch. Also schon, das ist schon halbe Gotteslästerung. Das ist ja... Also, ja, ich bin jetzt nur ehrlich, was ich gedacht habe während des Matches. Also die könnte wirklich mit Naomi, wenn man mir erzählt, das sind Schwestern, glaube ich denen das auch. Ähnlichkeit ist da, ja. Also ich möchte mal behaupten... Nur weil sie schwarz ist. Nein, weil sie ihr auch ähnlich sieht. Und wenn ich jetzt dran denke, dass es da vielleicht bei der Survivor Series ein Teammatch geben könnte, habe ich so gedacht... Also in das. Oh, das fände ich aber sehr cool, wenn er es ja schon. Also in das afroamerikanische Team, da würde sie halt reinpassen wie Arsch auf Eimer. Arsch, ja. Ja, gut, sollte halt nicht Naomis Eimer denn sein, weil da würde sie dann reinfallen, weil der halt ein bisschen größer ist. Wollten wir das nicht zu einem Nicht-Fleischbeschau-Podcast machen? Das ja, habt das ihr gesagt. Ich wollte eigentlich sogar Noten vergeben, habe das bis jetzt nicht gemacht. Ich gebe am Ende, nenne ich einfach meine Top 5. Egal. Sumi Sakai hatte ich, ich muss jetzt sagen, bewusst kann ich jetzt nicht sagen, ob ich was von ihr gesehen hatte. Vom Namen her ja, aber bewusst gesehen weiß ich nicht. Gut. Ich sehe gerade, ich habe sie schon mal gesehen. Bei den Anfängen von Ring of Honor war sie mit dabei. Ja, wollte ich gerade sagen. Da könnte vielleicht sogar, weil ich da auch mal irgendwann angefangen habe. Bei einer ganz alten Ring of Honor Show habe ich sie mal gesehen. Sie war auch immer wieder in Nordamerika. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei Chikara gewrestelt hat, weil Chikara einfach dafür gut ist, solche Damen zu holen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die immer mal wieder irgendwo aufgetaucht ist. Und weiß nicht, hat sie vielleicht sogar bei Schimmer? Bei Schimmer hat sie nicht. Ich habe jetzt gerade nebenher gemacht. Dann meine Aussage komplett bei wieder. Bei alten Chikara hat sie gewrestelt. Gegen Edson Danger mehrfach. Ja, genau, sowas habe ich mir halt gedacht. War ja auch die Phase, wo das ähnlich aufgezogen wurde wie bei Ring of Honor. Ja? Ich sehe gerade, bei Evolve hat es sogar gekämpft. Das schaue ich mal ganz kurz, was das bei war. Evolve, ja. Damit wir das rund machen können. Gegen Mercedes Martinez. Genau, bei Evolve 2 2010, Hero gegen Hidaka. Oh, Hero gegen Hidaka, tolles Match. Aber ja, also immer mal wieder eine Sumi Sakai in Nordamerika und wie wir ja dann in der Promo später von Athena hören, eine Wunschgegnerin. Bevor es dann Richtung WWE geht und das nicht mehr ermöglicht werden kann, obwohl sie dann wahrscheinlich mit Kana, mit Asuka eine sehr ähnliche Stilrichtung bedient haben wird und zwar regelmäßig in Trainings. Das fand ich übrigens sehr süß, aber dazu nachher. Ja. Alright. Vor allem bei Asuka, da brauchst du sich nicht groß umstellen, weil Asuka sieht ja auch fast genauso aus. Gut, Gesicht ein bisschen anders, aber das war auch wieder... nur weil es alles Chinesen sind, oder was? Genau wie Jan, du bist heute ein kleiner Rassist. Alle. Ja. Jetzt lasst mich doch erstmal ausreden. Man merkt auch an, dass mich das Match jetzt vielleicht nicht so gefesselt hat, dass ich gedacht habe, warum tragen eigentlich alle Japanerinnen immer so ein Outfit mit so Fransen dran? Hat das bei denen Tradition? Ich weiß es nicht.
Das ist nicht der, das ist so ein, hat ein das ist bisschen so was ein mit Musikrichtung zu tun. Das geht so in diese. Die Japaner stehen ja tierisch auf diese amerikanische Glam-Metal-Varianten, ja. Und dann läuft man auch so im Fransen-Look rum. Wer sich erinnert, alte Guns N' Roses und so ein Kram. Ich glaube, das ist ein, ich glaube eher, das ist schon was, was Jan hat da schon auf den Punkt gekriegt. Also, das ist ein Sendai-Ding. Also, wenn ich jetzt überlege bei Stardom und was ich sonst so von Damenwrestling in Japan gucke, da gibt es wirklich viele Charaktere, die so auftreten oder mit einem Gewand, was so ähnlich aussieht. Das ist so ein Sendai-Ding, glaube ich. Ja, das ist auch so was, wo ich mir gedacht habe, irgendwie, sonst sehe ich das nie, auch irgendwie nur bei den Japanern. Ist ja auch egal. Match war halt okay, auch wieder kurz Ende mit dem DQ, denn ja, da hat man auch so gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber du hast wenigstens den Finisher gesehen, den wir beim letzten Mal bei Shine 29, ah nee, warst ja nicht bei, aber bei Shine 29 haben wir den O-Face nicht gesehen. Ne? Diesmal haben wir ihn ja wenigstens gesehen. Sag ich, hast du nicht mitbekommen. Der Finisher vom Top Rope, der Spinning Stunner. Ach ja. Das ja, der ist gut. Athenas Der ist gut, Finisher. ja. Ja. Auf jeden Fall Ja? besser als der Wo von ich nochmal, Latina. genauso wie ich bei Shine 29 gesagt habe, googelt das einfach mal, O-Face und Athena. Und da gibt es auf YouTube halt einen Highlight-Clip, der dir ganz viele O-Faces aneinander packt. Ja? Da kann man diese Aktionen kennen und Ob sie lieben den lernen. bei Dings auch zeigen darf, bei NXT? Glaube ich nicht. Werden wir sehen. Ach, ich glaube, da doch bestimmt. Ich würde mich freuen, aber Dann zieht er ich bestimmt glaube seinen mit dem richtigen Scheißmann Gegner. drauf. Mal schauen. Ja. Mal schauen. Jan, hast du noch was? Ja, wie gesagt, also bei dem Finish leichte Enttäuschung. Dann kam ja die Ankündigung mit dem für den Main Event. Da habe ich gedacht, naja, gut. Nachdem der Main Event zu Ende war, war die Enttäuschung wieder da. Oder so kommen wir auch drauf. Vielleicht sollten wir den Zuhörer auch noch erklären, wie das Finish Ach aussah. ja, das ist Ja. vielleicht eine gute Idee. Ja. Denn die Dame aus dem Opener, unsere Hinaya. Hauling Scarlet Huntress, Huntress. Ja. hat in das Match eingegriffen. Und vor allem das. Direkt nach dem O-Face. Also Ja. es sollte nur noch der Pin kommen und zu dem kam es gar Ja. nicht mehr. Wo ich echt so gedacht habe, ey, das war bis jetzt das beste Match, das hat mir sogar gefallen. Gut, dass das Match dann wahrscheinlich direkt zu Ende gewesen wäre, weil es der Finisher war. Wäre mir jetzt halt nicht aufgefallen, weil ich halt den Finisher von Fina jetzt nicht wirklich kannte. Also war es für mich so, Mist, das Match war gut, hätte jetzt gerne noch weitergehen können, aber jetzt hat die Dame das unterbrochen, finde ich nicht gut. Tja. Gut, noch was? Nö, dann Willi. Schießt Also, das Ding ab. ich muss erstmal sagen, als Sumi Sakai rauskam, habe ich wirklich gedacht, was soll der hässliche Mann hier? Ich kannte sie gar nicht, ich kannte sie gar nicht, muss ich sagen, überhaupt nicht. Find aber, was sie da so geliefert hat, richtig gut eigentlich. Die ganze Sache mit, also, wir haben ja bei Shine 29 gesehen, dass einfach so die Referees rausgezogen werden. Und bei WSU kann jemand einfach so kurz vorm Auszählen sagen, I'm so dizzy. Dann wird das Zählen abgebrochen. Dann gibt es ein Getränk und dann geht's weiter. Kann man also auch machen. Ansonsten fand ich auch wieder, ich habe ja davor im Match schon gesagt, dass diese Promo für mich richtig oldschool war. Für mich war auch Sumi Sakai richtiger Oldschool hier. Heel. Sie kommt rein, klatscht für sich selbst und animiert die Leute zum Klatschen. Wo ich dachte, so, oh, so ein Japan-Ding vielleicht, weiß ich nicht genau. Und im Match aber, ja, nimmt sie auch das Geklatsche der Leute und sich selbst anzusporen irgendwie. Dazu beißt sie auch und, weiß ich nicht, kratzt sie auch und alle möglichen Aktionen waren dabei. Dann habe ich, wir haben Armbars gehabt, wir haben auch wieder, was habe ich noch? Springboard Crossbody, die habe ich von Athena, habe ich noch gesehen. Catapult into Boston Crab. Fand ich sehr gut von Subi. Ja. Sah gut aus, habe ich echt. Ja, noch nicht gesehen, glaube ich so. Also war richtig gut aus. Dann habe ich noch einmal muss ich noch meckern. Und zwar, was war denn das? Ach so, Afina hat einen Kick vom Seil gemacht irgendwie. Und Sumi hat einfach so weggeatmet, das Ding. Ja, das Als wäre stimmt. nichts passiert. Es war auch irgendwie ein Kommentar irgendwie, dass sie das,
weiß ich nicht, absorbiert hat oder irgendein Kommentar war da. Das war richtig gut irgendwie. Ich finde es auch so wie Jan, ich hätte mich gefreut, wenn das Match länger gedauert hätte. Ich habe tierisch Spaß am Match gehabt irgendwie. Gerade weil, Fina brauchen wir nicht mehr reden, kennen wir ja. Und haben wir letzte bei Shine 20 genug auseinandergenommen. Und Sumi Sakai, wie gesagt, diesen Oldschool hier so richtig cool gespielt hat irgendwie. Hat mir das gefallen. Na gut, dass Hanaya zum Ring kommt und dass Fina attackiert, musste ja wegen dem Main Event so sein. Ich hätte auch gern noch ein bisschen länger das Match gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. Für mich war es zu dem Zeitpunkt auch das Beste des Abends, hat Jan ja auch gesagt. Viel besser als die ersten beiden. Und ich hätte auch gern mehr gesehen, ja. Grund für Hanaya gegen Athena ist eigentlich eine länger andauernde Fehde bei WSU. Jetzt müsste ich selber gerade überprüfen, wo das war bei Power. Nee, das ist noch länger zurück. Aber das, ne? War schon lange. Wo war denn das TLC-Match? Ne? Das ist schon länger her. Es gab doch ein TLC-Match zwischen den beiden. Schon ein bisschen her, sehe ich gerade. Egal, bei einer der letzten Shows, das stimmt auf jeden Fall, bei welcher müsste ich jetzt schon wieder. Es gab ein Singles-Match und es gab ein Stipulation-Match. Ich sehe gerade Lever Bates gegen Athena, das ist wieder nicht Hanaya. Wieder, nochmal Lever, diesmal war gegen Hanaya. Also, wieso finde ich das nicht gerade? Egal. Eighth Anniversary. Yes. Da ist das TLC-Match gewesen, okay. Ne? Main Event, Tables, Letters and Chairs Match. Alright, das war nämlich eigentlich so eine Art Abschluss der Fehde. Davor bei der, also entweder bei der Show davor oder bei der Show davor, gab es ein normales Singles-Match und da sind die halt aneinander gerasselt. Das war als ganz normale Match-Ansetzung und dann haben sie irgendwie in dem Match haben sie gemerkt, wir können ganz gut miteinander und dann wurde daraus eine Fehde, die dann auch so ein bisschen über Social Media und kleinere Videos verteilt wurde und dann kam es eben zu diesem TLC-Match. Und da man dann aber ein Ende von Athena sah, weil sie ja Richtung WWE geht, wollte man etwas, was jetzt ganz gut funktioniert hat, nämlich in diesem TLC-Match nochmal aufleben lassen. Mhm. Und deswegen hat man als Abschiedsmatch, weil es am ehesten passt, Hanaya gegen Athena in den Main Event gestellt für Athenas Abschiedsmatch. Mhm. Das ist also die Erklärung, warum wir das Match überhaupt haben. Denn eigentlich war die Fehde durch. Ja, eben. Mehr oder weniger. Ja, aber er gibt ja, ja. Sinn. Ja, richtig. Okay. Das ist halt einfach so, das ist das, was am ehesten im Produkt noch mit sowas wie eine Rivalität ist, die Athena hat. Und das hat man über eine Show hinweg, also über die Excellence-Show hinweg, hat man das hinbekommen, dass wieder Momentum in diese eigentlich schon beendete Fehde da ist und dass da auch Interesse da ist und dass wir ein Main-Event haben und dann geht Athena eben. Ja. Ne? Ja. Das ist also die Erklärung. Über das Match reden wir dann für den Main-Event. Ne? Ich habe sonst auch nichts zu ergänzen. Dass ich Athena mag, habe ich bei dem Shine 29 Podcast, glaube ich, das eine oder andere Mal gesagt. Sumi Sakai finde ich eigentlich auch super. Ich habe auch Matches aus Japan von ihr gesehen. Und das ist so eine ganz traditionelle Hard-Hitterin, finde ich. Also, die kann dich halt mit Ellbogen und Kicks und Knien Windel weichprügeln, kann dich aber genauso wie Kana halt auch in Aufgabegriffe nehmen. Wenn ich aber, und das ist genau mein Problem, was ich mit Sumi Sakai habe, denn ich habe eine Zeit lang Sumi Sakai und Kana, die heutige Asuka, zeitgleich gesehen und fand immer Kana interessanter. Und deswegen war Sumi Sakai für mich immer nur da. Also ich habe die nie richtig gewertschätzt. Ja, im Vergleich zu Asuka oder zu Kana eigentlich, wirkt sie ein bisschen blasser, oder? Allgemein gesehen. Ja. Aber sie wird sicher in der Entwicklung von Kana mit drinstecken. Also da hat ja ganz sicher Sumi Sakai sogar Sporen dran, dass Kana so gut ist, wie sie ist. Ja? Und trotzdem ist es für mich irgendwie so, dass Asuka/Kana immer besser funktioniert hat als Sumi Sakai, obwohl die sich vom Stil halt wahnsinnig ähneln. Ne? Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist einfach, man kann nicht alle mögen. Aber was man sagen muss, man sieht es vor allen Dingen am Ende der Show, ja, Sumi Sakai scheint eine super sympathische zu sein. Da kam sie für mich sehr sympathisch rüber. Ja. Niedliche Japanerin. Ja, total. Auch wenn sie nicht die schönste ist, aber das war total nett. Das war wirklich schön. Na, vielleicht nach europäischen Ansprüchen nicht. Vielleicht ist sie ja in Japan ein toller Hit. Wer weiß. Nicht, ne? Ja. Aber ich hab auch auf Facebook so ein oder andere, also es kommt alles durchs Wrestling, ja. Alpha Female zum Beispiel hat jetzt bei einer der letzten DWA-Shows eine Freundin aus Japan mitgehabt. Boah, die war so hübsch. Das ist so krass. Ich habe auch zwei, drei Wrestlerinnen, eine, die sogar nur im Wrestling arbeitet, aus Japan. Ich finde die ist so hübsch. Das ist voll krass, ja.
Ich habe es nämlich grundsätzlich nicht so mit dem J-Pop und allem drum und dran, weil für mich, Entschuldigung auf den Rassismus gepackt, aber oftmals sehen Japaner auch gleich aus. Ja? Für uns Europäer. Und Chinesen sehen auch oft gleich aus. Man muss es, ja genau, weil der Blickwinkel, für die sehen wir halt alle gleich aus. Das ist das Lustige. Ja. Aber das ist einfach so. Da mal, bevor da vielleicht einer da sowas sagt, da kann ich dich beruhigen, Matze, gerade beim J-Pop und sowas, die sehen nicht nur teilweise vielleicht gleich aus, das wird bewusst gemacht und vor allem hören die ähnlich wie bei uns auch. Da kannst du auch einen Schlager-Fuzzi oder eine Schlagerdame der neueren Generation nebeneinander stellen, da merkst du auch keinen Unterschied. Ja, und für J-Pop genau ist auch alles auf Androgyn aufgemacht, ja, dass man Männlein und Weiblein nicht unterscheiden kann. Mhm. Ja, klar. Also das ist, oder ähnlich auch hier mit irgendwelchen, mit so Indie-Rock-Zeug, ob nur Five Seconds to Mars oder Five Days to Summer oder wie die heißen, die einen. Oder du nimmst da irgendeine andere von den, sag ich mal, etwas aktuelleren Gruppen. Ganz ehrlich, außer Fans davon hören so drei Lieder und keiner merkt einen Unterschied, dass das von unterschiedlichen Gruppen ist. Also. Ja, aber war ja jetzt auf dem Blick, war ich ja jetzt, ne? Also, dass die sich so ähnlich sehen. Mhm. Aber ich weiß es eben, dass es so ist, dass wir für die auch gleich aussehen. Genauso sehen halt, also. Sehen wir für Schwarze gleich aus. Ich habe das mit ebenfalls einem, der jetzt in die WWE geht. Ich hoffe, ich tue ihm damit nicht weh. Ich habe mit Rich Swann darüber gesprochen und habe so aus Spaß zu ihm gesagt, ja, komm, ihr seht eh alle gleich aus. Dann lacht er zurück, ja, ihr doch auch. Ja? Also, das ist einfach so. Das, wenn man jetzt, da, vielleicht sagt mir jetzt sofort wieder jemand da, der blöde Schwarze ist ein Rassist. Nee, ist er nicht. Er sagt manchmal nur, was alle denken. Ne? Das ist nicht böse gemeint, das wissen die meisten auch, dass das einfach, man kann, wenn man nicht der gleichen ethnischen Herkunft ist, oftmals die anderen nicht auseinanderhalten. Ja? Je mehr du mit denen zu tun hast, desto eher klappt das, ganz logisch. Um nochmal kurz die Lanze zu brechen, zum Beispiel jetzt auf Asuka bezogen oder Kana, ich finde, jetzt als Mann, darf ich das mal doch mal kurz sagen, ich finde, die sieht scharf aus, die sieht gut aus. Ja, sieht sie auch. Ja. Kannst du ruhig sagen. Das ist so eine tolle Wrestlerin, die ist auch hübsch, das ist eine tolle Frau. Auch für jetzt ganz neutral zum Angucken. Ja. Zum Angucken. Und wer behauptet, dass das nicht so wäre, dass für uns zum Beispiel die Asiaten irgendwo ein bisschen gleich aussehen? Sollte sich mal so einen chinesischen Film, irgendwas, was weiß ich, die 36 Kammern der Shaolin oder sowas angucken? Ja, stimmt. Irgendwas so in die Richtung? Oder irgend so ein Monumentalfilm, wie heißt der eine? Ich gucke ja gerne sowas. Ja. Red Cliff und alles sowas, ja. Und wer denn? Und ich mag die Filme und kann zum Teil die Charaktere trotzdem nicht auseinanderhalten, weil ich nicht weiß, wer scheiße hast. Hast du gerade die Farben an? Ja, zum Glück, du hast die blaue Farbe an, du bist der. Okay, ja. Also gerade bei das kann ich ganz gut. Ich habe auch viele Martial Arts Filme geguckt, Hongkong 70er Jahre und so. Mittlerweile, also ich konnte mir die Namen nie merken. Ja, weil manchmal haben sie einen englischen Vornamen, manchmal werden sie mit chinesischen Namen angekündigt. Aber doch, also der Hauptdarsteller von die Kammern der Shaolin, den erkenne ich jederzeit wieder. Ja, aber ich meine, also gut. Da, wenn denn mal die Szene wechselt oder sowas, da wird es dann auch schon schwieriger zu sagen. Ja, das haben wir auf jeden Fall, haben wir. Aber wir schweifen ab, glaube ich. Außerdem, wir schweifen ab. Danke, deswegen kill ich das ja gerade. Wie der Kommentator waren wir sowieso nicht. Weil der hat einmal gesagt, sich gefragt, ob Sakai denkt, wir sind beim chinesischen Buffet. Also die Chinesen, Japaner, das war dem auch komplett egal. Oh, weia. Ja. Das siehst du. Ja. Also, so sind wir nicht. Wir gehen ins nächste Match. Die ehemalige Blue Pants. Und jetzt habe ich was ich ein bisschen lustig finde. Habt ihr das mitbekommen, dass sie sich entschuldigt hat, dass sie wohl nicht mehr als Blue Pants auftreten wird? Nee. Nein. Sie wird ja mit Blue Pants beim Einzug und bei der Musik und so wird sie ja angefeuert. Mhm. Und als die Musik dann aufhört, da sagt sie, I screwed up, you won't see that happen again. Okay. Nicht gehört. Irgendwie jetzt, also mit mehr Wörtern, als ich das gerade gemacht habe. Aber sie entschuldigt sich Richtung Publikum. Mehr oder weniger, I fucked up. Blue Pants no more. Ja, aber dafür geht sie ja. So. Dafür geht sie ja aber auf die Blue Pants City Bitch Rufe ein, nachher. Ja. Ja. Ja, gut, ist ja letztendlich ist das ja ihr Ding. Ja. Das würde ja, kann ihr ja nicht verboten werden, in dem Outfit anzutreten, was ja ihrs war. Und es kann ja auch nicht verboten werden, das Publikum das chantet und sie darauf reagiert. Ja. Was ist denn da passiert? Warum wird man Blue Pants nicht mehr, also. Habe ich das nicht bei der 29 erzählt? Das haben wir doch letzte Woche geklärt, Frankie. Echt? Der hat sich doch besoffen, bei Triple H oder so.
Neben Hunter. Brooklyn-Event. Ja, ja, nach dem Brooklyn-Event auf einer Aftershow-Party hat es sich ein bisschen zu doll gehen lassen. Und da waren eben die wichtigen Leute bei NXT natürlich klar mit bei. Und sie hat sich da wohl zu doll gehen lassen. Und, schade. Ne? Aber hier tritt Leva Bates, auch wenn sie keinen Titel dabei hat, in einem WSU Spirit Title Match auf die relativ neue, aus dem Combat Zone Dojo entstammende Penelope Ford. Jan. Ja, Leva Bates, mir auch vor allem halt durch die Auftritte bei der WWE bekannt. War ein okayes Match. Man hat halt gemerkt bei Penelope, dass sie noch relativ frisch war. Und jetzt wollte ich gerade gucken, wie frisch sie ist, aber sie hat nicht mal bei Cage Match einen Eintrag. So frisch. Ja. Sehr gut. Ja, und wie gesagt, kann man sich halt relativ vorstellen, wie das Match schon abgelaufen ist. Du hast eine erfahrene, gute Dame und halt eine, die relativ frisch dabei ist, die übrigens einen ziemlich bescheidenen Geschmack beim Ring-Outfit hatte. Auch wenn der Badeanzug relativ oldschool war. Grüße an Thunder Kitty. Fabulous Moolah sich wahrscheinlich über den gefreut hätte. Aber so ein Badeanzug so mit einem Pegasus drauf und so. Ja, das war vielleicht in den 80ern mal schick. Und selbst da war es halt nur, weil es nichts Besseres gab. Ist auch immer irgendwie unvorteilhaft. Ich weiß auch nicht. Naja, egal. War halt okay. Also, Leva hat halt deutlich durch das Match gezogen. Ja. Hat's aber auch gut gemacht. Von daher, irgendwo müssen ja die jüngeren Damen, beziehungsweise die neueren, die frischeren Damen, halt auch lernen. Ja. Und das geht halt dann nur, und wenn es dann halt gerade wie hier gegen Erfahrene, gegen gute Damen, wo sie dann auch was lernen können, ist ja auch alles okay. Ja. Gut. Willi. Ja. Mir ist erst aufgefallen, weil wir, wie gesagt, letztens Shine 29 hatten, dass das Theme von Blue Pants hier wesentlich schlechter ist, in meinen Augen, als das von Shine. Den Auftritt bei Shine ist auch weitaus besser, wie sie sich da präsentiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, zwischendurch ist mir aufgefallen, dass die Absprachen im Ring dauernd sehr deutlich waren. Ich habe hier, wenn ich hier meinen Notizen glauben darf, 8 Mal gesehen, dass sie miteinander gesprochen haben, und ziemlich lange auch. Penelope Ford fand ich gar nicht so schlecht. Man hat gesehen, dass sie grün ist, man hat gesehen, dass immer ein bisschen was fehlt zwischendurch und dass Leva Bates auch Mühe hatte, das Ding mit ihr durchzuziehen. Was ich gut fand, waren die 5 oder 6 sogar Suplessen von Blue Pants und der Dragon Sleeper nachher mit den Beinen noch, das fand ich eigentlich ganz gut. Das Match wird mir nicht mehr im Gedächtnis bleiben, Penelope Ford dank des Ring-Outfits schon vielleicht. ansonsten, ja, ich konnte es nicht so wirklich genießen, sag mal so. So schön war das Match nicht. Ich fand, ja, es hätte auch nicht auf die Karte gemusst. Ich frage mich auch noch, wo der Spirit-Title überhaupt ist. Ja, sag ich ja, den hat sie nicht. Ach, hat sie mitgehabt, das habe ich gar nicht mehr gehört, siehst du. Ja, war nicht mein Match, sagen wir es mal so. War gut, dass es dann vorbei war. Vielleicht wieder so ein Leva Bates-Ding ein bisschen verpeilt. Ja, irgendwie so, weiß ich nicht. Würde zu Hause vergessen oder so. Das Lustige ist, ich habe persönlich gedacht, weil es den Spirit-Title heißt, dass er bloß den Spirit ja. hat. Hab ich auch gedacht. Geil. Ich bin mir relativ sicher, dass in dem Titelmatch, was ja gar nicht so lange her ist, das kann ich aber gleich mal. Control. Eine Show zurück. Im Juli gab es nämlich erst das Titelmatch gegen Hinaya the Howling Huntress im Finale, die Allison Kay ersetzte. Ich bin mir relativ sicher, dass da Leva Bates einen Gürtel bekommen hat. Aber ich kann es nicht mal exakt sagen, weil ich auch schon einen oder anderen Titelgewinn von Leva Bates gesehen habe, dass ich das vielleicht auch falsch zuordne. Es gibt doch auch Bilder von, ich glaube, Athena war das mit dem Spirit-Title, also es gibt den schon. Ja, ne? Klar. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Leva Bates mit einem Gürtel gefeiert hat. Also den Gürtel gibt es auf jeden Fall. Der ist nicht nur im Geiste.
Aber der Gedanke ja, passt ja. Finde ich gut. Sehr in Spirit Title. Mal ein Gedanke an alle Wrestling Ligen. So müsst ihr nicht 1000 Euro ausgeben. So, ihr nennt euren Gürtel einfach den Spirit Title. Und der ist dann bloß in Spirit da. Ja. Ja. Willi, hast du was? Nee. Dann Frankie, ergänze, was du ja, hast. Ja, wenn der Title nur in Spirit ist, kann ich damit besser leben, als wenn ich dann ein Match später die Tag-Team-Titel sehe. Ich finde, die sahen furchtbar richtig, aus. Das sah aus wie Plastik. Ja. Das wollte ich auch sagen. Richtig. Wollte ich auch sagen, ja. dann lieber so. Ja, ich fand die Ford gar nicht so schlecht. Ja, die ist grün, okay. Ich fand es aber auch nett von Lever Bates, dass sie das grüne Mädchen zwischendurch sogar auch hat, mal hat gut aussehen lassen im Ring. Ansonsten abhaken. Wird mir auch nicht in Erinnerung bleiben, das Match. Ja. Ja, kurz und schmerzlos. Ja. Das ist eigentlich alles gesagt, ne? Macht's halt schwierig irgendwie, das objektiv zu bewerten, weil man ganz offensichtlich sieht, dass die eine noch sehr grün ist. Aber das beginnt ja schon in den ersten Aktionen, dass sie nicht so richtig weiß, wann sie ins Seil läuft und eigentlich auf eine Bewegung von Liva wartet. Dann bekommt diese Bewegung und dann läuft sie los und dann kommen eben diese Aktionen oder diese Sequenz, die da offensichtlich abgesprochen war. Wenn das dann auffällt, dann ist es ja... Ich finde es aber trotzdem richtig. Okay, die hat auch noch Glück, dass sie dann so einen Profi wie Liva Bates vorgesetzt bekommt. Ja, aber ich finde es richtig, weil irgendwann müssen die ja mal anfangen. Richtig. Aber es wirkt natürlich dann für so ein Match, vor allem auch für ein Titelmatch, warum hat sich Penelope Ford ein Titelmatch verdient, wirkt es dann eben sehr unglücklich, ne? Ja. Also muss man ja auch mal einfach sagen, dass das ganz sicher nicht schlecht ist, dass diese Damen, weil es eben auch die Zukunft des Damenwrestlings dann zu einem gewissen Grad ist und Combat Zone macht das gut in ihrem Dojo, ja, die machen auch regelmäßig Dojo-Shows und bla, also die haben da schon, sind da hinterher, da kennt man auch genau an so einem Match, dass dann eben die, von der man aktuell viel hält, dann eben so ein Titelmatch oder vor allem auch ein Match auf der Maincard bekommt. Dennoch muss es eben in Frage gestellt werden, warum bekommt sie ein Titelmatch, und dann sieht man eben auch in dem Match, dass sie noch sehr grün ist, ja. Mehr haben wir ja jetzt nicht kritisiert, das macht das Match nicht zwangsläufig schlecht und macht Penelope Ford nicht schlecht, macht sie halt nur noch nicht reif genug eigentlich für ein Titelmatch und auf so einem, ja, Spot für ein Titelmatch. Ne? Aber das kann ja alles kommen. Wer weiß, wenn wir nächstes Jahr irgendwie was über WSU oder Shine oder Schimmer oder was auch immer dann podcasten. Dann werden wir vom Face der Company Penelope fortreden. Ihr vielleicht nicht ganz so dollen Aufstieg, aber zumindest, dass wir klar sagen, könnt ihr euch noch erinnern, bei WSU Excellence haben wir noch gesagt, die waren noch ganz schön grün oder so. Ne? Also das ist einfach ganz normal. Und ging ja einer Liva Bates und einer Athena vor 2, 3, 5 Jahren auch nicht anders. Ja. Also den Schritt müssen ja alle gehen. Habe ich ja vorher gesagt. Und wenn sie den nicht gehen und sich da Zähne abschlagen oder Ohren sauber machen oder wie auch immer man da, was, keine Ahnung, was man dafür Flügel stutzen, ist eine gute Redewendung. Wenn sie das nicht machen, dann können sie auch nicht groß Ohren rauskommen. Sauber machen. Was? Ohren, ja, ist mir was, ist, ich, mir, irgendwas mit Ohren, ja. Weiß ich, dass es das gab und ich habe gemerkt, ich nutze das falsch. Weißt du? Deswegen habe ich das gerettet mit, oder wie das auch heißt. Du Fuchs, du. Ja, oder auch nicht. Nächstes Match, WSU Tag Team Title Match. Chicks Using Nasty Tactics oder mein absoluter Lieblings-Tag Team Name überhaupt. Gegen die Dollhouse-Damen Jade und Marty Bell, also Jade Mia Yim. Und das ist der zweite Auftritt als Dollhouse bei WSU von Mia Yim und Marty Bell. Und Kant, ja, muss ich einfach mal sagen, sind Annie Social und Kimberly Willi. Ich habe insgesamt mir 3 Matches gemerkt, die ich richtig gut fand. Das war eins davon. Wir haben wieder schön Tag Team, fand ich super, dass es gleich losging. Wir haben die Ric Flair Gedächtnis Brawlerei, sag ich mal. Am Anfang mit den ganzen Handkartenschlägen. Wir haben eine Art Total Elimination zwischendurch, die ein bisschen für Murks aussah, aber trotzdem sah es ganz gut aus. Dann habe ich gesehen, zwischendurch irgendwas mit Lecken und Küssen habe ich mir da aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, ihr wisst das, was ich meine, aber ich hab nur das aufgeschrieben. Marty Bell und Annie Social. Genau, also das habe ich mir irgendwie notiert. Ich habe mir noch Mia Yim mit einem Content irgendwas mit einem DDT habe ich mir aufgeschrieben, was ich sehr geil fand anscheinend, sonst hätte ich es mir nicht notiert. Content irgendwas mit einem DDT. Irgendwas hat sie mit einem DDT gekontert, was nicht vorhersehbar war. Das fand ich ziemlich gut. Ja, Package Pile Driver. Was ich noch gesehen habe, irgendwie, ich dachte eigentlich, dass die Champions Heel sind und Dollhouse Face, aber irgendwie
Dollars hat sich auch ziemlich heelisch verhalten. Da war ich ein bisschen ja. durcheinander, muss ja. ich sagen. Kant sind schon länger Face. Also ursprünglich waren sie mal Chicks using Naughty Tactics. Ja. Und da waren sie auch Heel. Ja. Und seitdem sie Chicks using Nasty Tactics nutzen, sind sie Face. Okay, gut. Ich hoffe, dass das stimmt. ich habe mir diese Erklärung selber gerade an den Haaren herbeigezogen, wenn man das gemerkt hat. Nein, eher, ich weiß, dass sie mal Naughty hießen und jetzt Nasty sind, aber irgendwann sind sie geturnt, ja. Okay, also kam so, jedenfalls der Look und so weiter und so fort, sehen sie eben Heel aus, wenn sie reinkommen schon, finde ich. Ja, okay. Deswegen habe ich das. Aber das sind halt Schlampen. Ja, also das sind Kants. Ja, das ist alles, was man da. Und genauso treten sie halt auch auf. Ja, deswegen kann man natürlich. Erst denken, China dass kommt das rein. China? Wieso? Wer war das denn? Ich glaube, war das Any Social, einer von beiden? Any Social hat ein bisschen mehr Vorbau, oder ich was? Ich dachte, Shiner kommt rein. Habe ich hochgeguckt? Ach nee, doch nicht, nee. hast du hochgeguckt? So ungefähr, ja. Großartig. Nein, also mir hat das mit Spaß gemacht. Ich mag das Dollhouse vor allem, mag ich sehr gern. Und ja, ich war unterhalten. Es war alles dabei irgendwie. Es waren, wie gesagt, es ging gleich los. Wir haben lustige Sachen mit dem Lecken und Küssen bei, mit den ganzen Roos hatten wir dabei zwischendurch. Die Handgangschläge. Ein paar gute Aktionen hatten wir dabei. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob der Package Pile Driver jetzt das Ende war schon, oder ich weiß gar nicht, ob die Finish da aufgeschrieben. Das Finish fand ich noch ganz komisch. Und zwar, im Hintergrund habe ich nur gesehen, wie Marty Bell mit dem Schiedsrichter diskutiert, auf dem Boden liegend. Und dann war schon der Three-Count da. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, ja, was stimmt. ich da verpasst habe, weil ich im Hintergrund geguckt habe. Ich habe vorne nicht aufgepasst, sozusagen. Wenn das jemand erklären kann, bitte. Ich habe das Finish mir auch nicht aufgeschrieben, aber ich versuche es auch gerade zusammenzukriegen. Ich habe nur noch Marty Bell geachtet im Hintergrund, weil ich dachte, da passiert irgendwas. Die haben ja sehr, sehr angeheilert. Ah, ich weiß es wieder. Und zwar gab es, es waren beide Kants im Ring. Und zwar hat dann Any Social Marty Bell so einen krachenden Vorarm verpasst. Und hat dann einfach Kimber Lee gesagt, steh auf, pin sie. Und hat sie noch ein bisschen gezogen und ist dann wieder raus. Und das war dann der finale. Und Any Social war mehr oder weniger nicht die Legale im Ring. Ja. Genau. Die hat einfach nur drauf gebumst. Also mit so einem Spinning-Vorarm, würde ich mal sagen. Genau, so ein 360 Grad. Ja. So ein, ich weiß nicht, wie heißt denn das? Ja, Spinning-Vorarm. Ja, oder Diskus Vorarm. Diskus, das meine ich. Diskus. Der hat auch ordentlich gesessen. Also das ja, der wurde auch erwähnt öfter mal dann am Ende des Matches wie im Vorarm. Das stimmt. Dass da die Gegnerin platt war, das war schon glaubwürdig. Ja. War halt ein Treffer, ne? Also, und das ist halt auch die härtere Gangart. Also Any Social und Kimberly sind eben auch so ein bisschen brawlig veranlasst, ja. Wenn Kimberly mit Cherry Bomb als Kimber Bombs antritt, sind sie eben klar Face, ja? Ja. Dann machen sie eben auch faceigere Aktionen, aber Kimberly kommt genauso wie eigentlich ursprünglich auch mal Any Social aus der Combat Zone Schule. Any Social wurde von Trent Acid trainiert, Kimberly kommt komplett aus dem Dojo. Das war so als Ergänzung, das heißt, sie können die härtere Gangart und wollen das sogar, weil sie grundsätzlich oder viel häufiger mit Männern trainieren als mit Frauen. Das heißt, die teilen auch aus und können auch einstecken. Ja. Wenn wir, Frankie, du hast es im Off-Talk gesagt, ich habe es auf meinem Zettel hier zu stehen, wenn Kimberly gegen Chris Dickinson Powerbombs frisst, noch ein Löcher, dann übersteht man auch ein Match mit dem Dollhouse. Ne? Wer das jetzt nicht sofort versteht, was da gemeint ist, einfach mal wirklich beide Namen Dickinson und Kimberly bei YouTube eingeben, da gibt es ein Match, ein No-DQ-Match von Beyond Wrestling. Ich habe vorhin geguckt, King of Arts. Ich hoffe, ich habe es nämlich aufgeschrieben, aber ich glaube, das stimmt. Beyond King of Arts Show und da hat es für Kimberly heftig gescheppert. Mhm. Ja? Also die frisst da einige Sachen auf Stühle. Billy, fertig? Ja, ich fand es, wie gesagt, ganz gut. Fertig. Gut. Jan. Ja. Das erste Match, wo ich alle Beteiligten kannte. Yay. Ja. Das Dollhouse, klar. Von TNA sowieso. Kimberly. Da ist es mir erst während des Matches aufgefallen, dass ich sie kenne. Weil ich sie überhaupt nicht erkannt habe. Das ist halt das Kimberly von Chikawa ist, wo sie ja meistens als Prinzessin Kimberly auftritt. Selbst beim Namen ist mir das nicht klar geworden. Das ist, es ist eigentlich ein bisschen peinlich. Und Any Social, ich glaube, das war jetzt das zweite Match von ihr, was ich gesehen habe. Das
einzig andere, wo ich es jetzt sicher weiß, war auch wieder bei AIW, wo sie zusammen mit Heidi Loveless das Team Social Network ist. Und kommen wir mal wieder zum Anfang der Show, in einem Six-Damen-Match mit Tessa Blanchard gegen Veda Scott und eigentlich der zweitschönste Name bei einem Team, Barely Legal, angetreten ist. lustiger wäre natürlich Kant gegen Barely Legal gewesen. Und bei Survivor Series wäre das dann Barely Legal Kant gewesen. Naja, egal. Barely Legal sind die... Ich habe die Promos irgendwie im Kopf. Das sind die beiden durch ein bisschen überdrehten, ja, ja, ne? Also eine überdrehte und die andere nicht so. Genau. Und, ja, genau. So genau. Ein bisschen wie vor, ein bisschen am Abend vorher mit Solo Darling und Brittany Blake. Wobei ja, Barely Legal es leider jetzt auch nicht mehr gibt, weil Jasmine, die eine von den beiden, jetzt zur WWE gegangen ist. Oh. Wo man sie hoffentlich auch bald sehen wird, weil die ist auch sehr, sehr nett. Sehr nett. Das ist bei Jan sehr doppeldeutig. Ja. Ja, Match. War gut. Ich weiß fast, ja, war eigentlich das beste Match zu dem Zeitpunkt. Also man merkt sich, ja, die Show hat sich immerhin gesteigert. Was ja schon mal ganz gut war. Und ja, der Rest wurde eigentlich schon, also der Vorarm, der hat wirklich gesessen. Das war ganz nett anzusehen. Ja, und was hier gar nicht thematisiert wurde von den Kommentatoren, dass es ein Rückmatch ist. Denn die sind im Juli bei der letzten Show schon aufeinander getroffen. Und das wurde hier gar nicht thematisiert. Aha. Dass das ein Rückmatch um den Titel ist. Aber gut, ich hab's jetzt gesagt. Ja. Und ja, was ich glaube, Frankie was vorhin auch schon gesagt hat, die Gürtel, alter Schwede. Hui. Wie ein Werbegeschenk. Weil wir vorhin drüber geredet haben, dass ja jetzt Martinsumzüge sind und da gerne Laternen gebastelt werden. Ich möchte jetzt mal sagen, Frankies Sohn würde wahrscheinlich einen besseren Gürtel basteln, wenn man ihm ein bisschen Materialien gibt. Man hat das Gefühl, Mattel hat eine Wrestling-Barbie rausgebracht, ja, und dafür einen Gürtel kreiert, ja, und und dieser Gürtel wurde quasi in Echtgröße vergrößert, ja. So sehen die Gürtel aus. Pink also, und total unförmig. Also ganz ehrlich, ich habe Nummer kleiner Plastik Tag-Team-Gürtel von der WWE. Also so die kleine Ausführung für 20, 30 Mark. Also immer die damals gekostet hat. Ja. Selbst die sieht besser aus. Also. Ich finde ja, ihr übertreibt. Ich hab schon hässliche. Ja gut, ich hab auch schon mal hässlicher, weiß ich nicht, aber zumindest gleichwertig und angenehm anzusehen. Oder günstig wirkend, sagen wir es mal so rum. Günstig wirkend ist vielleicht ein ganz guter Begriff, wo ich so denke, also ganz ehrlich, die 5 Euro sollte man jetzt auch noch übrig haben. Naja, egal. Naja. So ist das. Naja. Dann Frankie, los. Gut, also ich hätte noch ein paar Sachen, wozu jetzt keiner von euch was gesagt hat. Zum Beispiel, als erstes kam das Dollhouse rein, ne? Wir kennen die ja von TNA. Was mir direkt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finden soll von Mia Yim oder nicht. Oder besser Jade, wie sie bei diesem Match hieß. Ja. Die kommt rein, die Musik läuft und Mia Yim guckt so in die Kamera, also Jade, und sagt so, there's nobody in here. Und meckert ja, richtig in danke. Die Kamera rein. Boah, ist ja keine Sau. Ja. Das ist unprofessionell, meiner Meinung nach. Sehr. Ja und nein. Ja, ja das und lässt nein. Die Show, das lässt den Arbeitgeber kacke aussehen. Aber sie ist heel. Ja, die ist heel. Ja, die ist heel, okay, gut. Und dann halt noch die Aktion, dann legt sie sich mit einem Fan an oder ein Fan legt sich besser mit ihr an. Ja, ja das habe ich noch im Kopf, ja. Ja, die Stinkefinger so gegen sie, aber richtig lange. Und ich glaube, das war echt.
Die war gerade in dem Augenblick, die war eh angepisst, dass die Halle nur so klein war. Und dann zeigt, dann kommt, dann geht sie da lang, dann zeigt ihr noch irgendein Typ einen Stinkefinger und da war die richtig angepisst. Das hat man, also ich meine, das war echt. Aber sie hat es gut in dem Posing verarbeitet mit Marcel. Sie hat es gut verarbeitet, also. Ja, richtig. Aber ich glaube, da war sie wirklich pissed in dem Moment. Ja. Aber wir reden ja schließlich von Mia Yim. Ja. Ja. Und die hat auch schon kleinere Hallen und weniger Leute geworkt. Das heißt, ich würde da eher bewerten, das ist ein Heel. Ja. Okay. Ja, also zumindest das mit diesem Ausspruch. Denn Mia Yim ist ja nun mal, wenn wir selbst bei TNA, wenn wir da manche, wenn wir da manche House-Shows sehen und dann die Bilder davon, manchmal sind die auch aus dem schlichtweg falschen Winkel kreiert, dass man da nur die Gegenseite fotografiert und da gar nicht die andere Seite, wo das Publikum sitzt. Aber deswegen sage ich aber mal, das ist einfach das dem Heel-Spot gelastet. Da wollte man einfach genau an den Leuten, denen sie gerade vorbeigeht, wollte man Heel-Heat ziehen. Und das hat sie, glaube ich, auch genau richtig gemacht. Mit diesem verspielten, durchgeknallten kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Ne? Ja. Passt schon. So, dann ist mir noch aufgefallen, dann möchte ich was zu Kimberly sagen. Ich habe die, ich kannte die bis jetzt nur von diesem Video, wo sie da mega gepowerbombt wird. Ja. und habe die jetzt bei WSU gesehen. Ich habe mir vor ein paar Tagen, habe ich mir das King of Trios angeguckt von Chikara. Und ich möchte einfach mal sagen, wie begeistert ich mittlerweile von Kimberly bin. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sie bei Shine habe ich sie auch gesehen, ja, bei Shine 30. Und wenn man sieht, dass sie bei jeder Liga mit einem anderen Gimmick auftritt, ja, und das auch komplett anders rüberbringt. Hier mit Any Social im Tag Team ist sie halt wirklich die Schlampe. Ja, bei Chikara ist sie die Barbie-Prinzessin oder Prinzessin Elsa und ich habe hier bei meiner Eisbieten dabei. Und, ja, aber toll, cool gemacht, ja. Und bei Shine ist sie so mit Cherry Bomb im Team so quasi klassisches Face, ne? Oldschool Face, ja. Cool, tolle Frau, tolle Wrestlerin auch. Und sie kann auch noch eine andere Gangart, was dann eben mehr so wie Kant ist, wenn sie bei Combat Zone antritt, dann haut sie einfach drauf und legt sie auch mit den Kerlen. Ja, das ist echt, also die hat's drauf. Die werde ich weiterhin beobachten. Deswegen gibt es auch ein T-Shirt am Merchandise-Stand von Kimberly. Ich habe sie auch schon mehrfach live gesehen. Und sie ist zusätzlich eine ganz, ganz liebe. Also glaube ich auch. Ja. So zurückhaltend irgendwie, aber eben im richtigen Moment auch mit Ellbogen, klar, in einem Männerlockerroom, logisch, Combat Zone, ne? Aber deswegen hat sie nicht ganz umsonst auf ihrem Merchandise-Table, deswegen kam ich gerade drauf, ein T-Shirt zu liegen, She's a Wrestler. Ja, und sie scheint auch ein absoluter Wrestling-Nerd zu sein. Den Eindruck habe ich auch von ihr. Was eine Zeit lang auch immer gechantet wurde, wenn sie dann absoluter da war. Absoluter Freak. Wrestler. Ja, aber super, super. Also die werde ich weiterhin auf dem Radar behalten. Übrigens hat DJ Hyde lobt sehr ungern Wrestlerinnen. Ja. Ja. Und er hat das gemacht mit Kimberly und hat gesagt, Leute, ihr wisst das, ich bin nicht so jemand, der überhaupt gerne irgendjemanden lobt. Ja. Geschweige denn, wenn es die Damen betrifft. Aber die ist gut. Weil die für mich halt einfach nur da sind. Und er wäre wahrscheinlich weitergegangen, um da meinen rein zu... Naja, egal. Und Kimberly ist jemand, den man loben muss, weil sie sich in unserem verrückten Locker-Room, in unserer verrückten Wrestling-Welt durchsetzt und heraussticht. Geil. Hat DJ Hyde mal über Kimberly gesagt. Verdient, ja. Und ich für die Frau hoffe ich, dass das auch irgendwann mal mit höheren Engagements belohnt wird, ja. Ja, sie ist ja die gleiche Generation, also Kimberly, Cherry Bomb, wenn wir da jetzt Jessica Havoc, Lisa Bates... Cherry Bomb ist ja schon ein bisschen länger unterwegs. Nee, ich mein so, wir packen ja Wrestler immer in Generationen, in denen sie aktiv sind, genauso wie im Männerbereich. Wenn wir jetzt aber Athena, Kimberly, Cherry Bomb, Hanaya, die sind alles eine Generation. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, dass da Stück für Stück die WWE ihre Fühler nach ausstreckt, dann ist das vielleicht sogar so. Also Kimberly würde ich es gönnen. Wird dem Markus jetzt wieder nicht gefallen, weil er hat jetzt mein Posting heute, als ich aufgerufen hatte, dann oder den Beitrag geteilt von den UK Hooligans, den Brüdern von Page. Die würden gerne an der NXT-Tour teilnehmen durch England. Ja. Und da hat Markus, der ja einer unserer begeisterten Hörer ist, das wieder gleich falsch aufgefasst. Markus regt sich sehr gerne über alles auf, was so unheimlich positiv pro WWE ist. Und alle Wrestler gehen zur WWE und wir brauchen keine Independent-Liga mehr oder so. Ganz einfach, ich habe es nicht gesagt, das steht da nirgendwo. Ich wollte einfach nur die Hooligans unterstützen damit, weil ich das cool finden würde, wenn die
einen Spot ja. auf diesen NXT Tourcards bekommen. Vor allem, wenn sie sich ja. das selber wünschen, Roy und Zack, ja, die übrigens beide total coole Kerle sind, dann unterstütze ich das. Mehr war das ja. nicht. Ja. Und wenn ich so wie WWE komme, dann unterstütze ich das noch mehr. Das wäre voll cool. Ja. Also es ist nicht immer alles komplett negativ, WWE, und es darf auch nie alles komplett positiv WWE sein. Nur einfach mal an dem Kritikpunkt weiterdenken. Also, Markus, ne, ich weiß, du regst dich gerne auf und wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Es ist nicht immer alles so böse, wie es ist. Also, ne? Ja. Gut, thank you. Any continue. Social wollte ich auch was zu sagen. Ja, über die habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Ja, also die hat ja zwei sehr auffällige Argumente. Ja, jedenfalls auffälliger als beim ganzen kompletten Rest des Rosters von WSU. Ja. ja, und ja, ich. Damen Wrestling allgemein, ja, die hat ziemlich große, ziemlich große Brüste. Ja, ist halt so, ja, und ja, aber sind operierte, glaube ich. Dann habe ich ein bisschen recherchiert über die Frau, ja. Ich hatte gerade einen Kommentar, der Jan ähnlich war. Ja, die hat früher nackt gewrestelt. Die ist in einer kanadischen Liga angetreten, wo man so komplett nackig in den Ring steigt, mhm. ja. Und halt nicht nur, nein, so richtig komplett nackig, ja, komplett. Also auch kein Höschen mehr an, gar nichts, ja. Dann habe ich von ihr... Dann habe ich die falsche Liga gesehen, bei mir hatten sie alle Höschen an noch. Ich habe was gesehen von ihr, die zieht sogar das Höschen aus und alle, die zieht die Hose aus, das kommentiert der Moderator noch, also der Kommentator quasi noch. Ja, dass das nochmal... Erika Giulio ist der gute Kommentator, früherer Combat-Zone-Kommentator, ja. Guter Mann. Nicht. Und von ihr habe ich mal eine Aktion gesehen, auch auf YouTube gefunden. Es gibt da normalerweise diese Aktion, dass eine Wrestlerin sich eine andere Wrestlerin an den Haaren packt, ja, und sich dann im Kreis dreht, so eine Art Giant Swing an den Haaren gezogen, ja. ja. Und bei AnySocial habe ich das gesehen, sie wurde mal an den Brüsten gepackt und eine Art Titswing wurde mit ihr gemacht quasi. Ja. Ja, genau. Soll sogar relativ legendär sein, die Szene. Umso überraschter war ich, dass... Mehrere Aktionen mit ihren Brüsten, ja. Sie nutzt die auch. Also als Heel hat sie ihre Brüste auch wirklich als offensive Manöver genutzt. Ja. Also Motorboot oder sowas hat sie gemacht. Dann hat sie den heutigen Boobplex, den Candice LeRae, den Joey Ryan ausführt. Candice LeRae führt ja inzwischen den Crotch-Plex ja. aus. Also wenn die gegen Männer und Frauen antreten, ne, dann immer genau umgekehrt, der Kerl fasst den Frauen an die Brüste und Candice fasst den Kerlen in den Schritt. Au. So. Ne? Ja. Also mal genau die Gegendings. AnySocial hat halt durchaus schon, was das Gimmick angeht, sehr damit agiert. Aber ja? Oder auch einfach nur so Battering Ram, Bushwackers ähnlich. Einfach nur auf Kopfhöhe, also die Gegner werden getreten ja. oder gekickt in die Kniekehlen oder so, dass sie auf Brusthöhe sind und dann läuft sie einfach nur, bumm, so läuft sie um. Ne? Also viele Aktionen, wo ihre Brüste sozusagen wirklich als offensive Manöver eingesetzt werden. Aber, sehr kreativ. Aber hier jetzt zum Beispiel nicht. Ja, deswegen war ich überrascht, weil die immer so auf, also was ich so über, die hat immer so auf Sex gemacht und auf Mädel mit großen Brüsten und dafür war das hier eine pure Wrestlerin, die ich da bei diesem Match im Ring gesehen habe. Ja, und ja, ich möchte es auch sagen, es war eines der besseren Matches des Abends. Ich habe fertig. Was ich ergänzen möchte, dass AnySocial abgenommen hat zu dem, also ist auch schon sehr lange dabei. Könnt ihr gerade nebenher gucken, wie lange? Also wie war sie? 33 Jahre? Nein, sie ist 33. Sie ist alt, 33. Ja, okay. Ich habe überlegt, wie lange sie schon bei ist, weil ich habe sie schon lange auf dem Radar. Also ich habe sie schon bei Jersey All Pro Wrestling, habe ich sie schon auf dem Radar gehabt. Und dann auch die Anfänger von WSU ist eine von denen, die von Anfang an dabei waren. 2003. 2003. 9 Jahre. Das hätte ich mir jetzt auch fast gedacht. Ich hätte jetzt vielleicht nicht 2003 gesagt, aber ich hätte irgendwie so 5, 6 hätte ich bestimmt genommen. Aber dann habe ich sie wahrscheinlich auch seit 2003 schon auf dem Radar. Das sind 12 Jahre. Mhm. Das ist viel. Ja. Und genauso kommt mir das auch vor. Ich habe das Gefühl, ich habe die schon ewig auf dem Radar. Also ich bin mir sicher, die wird nie irgendwie höher hinauskommen, als sie ist. Aber so vor allem die letzten Jahre, also nicht mal der erste Cunt-Run,
sondern jetzt der letzte, seitdem sie die Titel von vom Juicy Product zurückgewonnen der haben. Man muss sich das mal auf Deutsch übersetzen. Ja, das können nur Wrestling-Fans verstehen. Alle anderen machen die Hände im Kopf zusammen. Bei Juicy Product gegen Kant ist auch irgendwie auch das. Juicy Product sind aber Kerle. Ja, aber es hört sich trotzdem irgendwie an wie. Vielleicht nicht ganz so hochwertiger Erwachsenenfilm. Ja, soll auch so. Das sind David Starr und JT Dunn. Von David Starr, jetzt mal ganz allgemein wieder, wenn wir gerade bei den Mädels sind, aber von David Starr darf man, denke ich, in den nächsten Jahren im Independent-Bereich einiges erwarten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der auch über kurz oder lang bei der WWE landen wird. Wird den Markus wieder freuen. Oh, ich sehe gerade, Antisocial ist von Gary Wolf, von einem der Pitbulls sogar trainiert worden. Ja, und von Trent Acid. Ja, Trent Acid auch, ja. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist ja auch wichtig in dem Sinne, weil du gesagt hast, du hast von Antisocial bei dieser ganz speziellen Show viel Wrestling gesehen. Ja. Ich denke, das war ihr ganz speziell auch wichtig, denn wenn wir dann weitergucken, am Abend, also genau nach der Excellence Show, gab es dann, wie gesagt, vorhin CCW Down with the Sickness 2015 und dort wurde unter anderem Trent Acid in die Hall of Fame aufgenommen. Und dementsprechend kann man, denke ich, erwarten, dass das jetzt aus der Sicht einer Antisocial, die halt Trent Acid als jemanden sieht, der ihr viel ermöglicht hat, anfänglich ihrer Karriere, bei unter anderem Jersey All Pro Wrestling, dass das ihr dann sicher auch was wert war oder was bedeutet hat. Ne? Bei einer Doppelshow, in dem später dann mehr oder weniger Trent Acid geehrt wird, aktiv zu sein. Ne? Ansonsten haben wir, denke ich, alles gesagt. Kant mag ich. Ja, ich mag solche Wortspiele. Gibt ja einige im Independent Wrestling, die mit sowas agieren. Und selbst Antisocial ist ja ein Wortspiel. Ja? Also, das ist schon, ich finde das super. Und was ich vor allem bei Antisocial schön finde, dass die sich eben nicht mehr darauf ausruht, Brüste zu haben, sondern abgenommen hat und gemerkt hat, hey, ich kann ja auch tatsächlich wresteln. Und früher war das alles nur Brawling und es gab immer schon in ihrer Karriere viele Ellbogen und Tritte und Knie. Die waren aber unsauber. Die waren einfach nur, ich hau dich jetzt. Und inzwischen passen sie ins Storytelling des Matches, das so in den letzten 3 bis 5 Jahren, würde ich sagen. Vorher war Antisocial nie gut. Die waren im Blickfang, weil sie aussieht, wie sie aussieht. Aber gut geworden ist sie auch erst in den letzten Jahren. Wo genau der Bruch ist, müsste ich jetzt recherchieren, aber irgendwo gab es den. Und seitdem gefällt sie mir noch besser, als sie mir vorher gefiel, weil da hatte sie jetzt, sie hat Charisma pur. Sie hat ganz viel Ausstrahlung im Blick und in ihrer Art, den Gegner zu behandeln und auch ihre Partnerin zu behandeln oder je nachdem mit dem Ref irgendwelche Spielchen zu machen oder so. Das macht für mich alles Wrestling aus. Aber es fehlte immer das eigentliche Wrestling, das Handwerk selbst. Und das hat sie in den letzten Jahren richtig gut gemacht. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen auch im Dojo mittrainiert, weil das ja alles so ist, ja, so eine Bande, ja. Ist ja so eine Frauenbande, lernen wir ja nachher auch noch bei den Reden, dass sie da mit bei ist. Keine Ahnung, irgendwas muss sich ja geändert haben. Denn für jemanden, der lange dabei ist, und wenn wir jetzt gucken, 2010 war sie ja dann schon 7 Jahre aktiv. Wer nach 7 Jahren aktiv sein, was ändert oder noch länger, dann muss sich irgendwas geändert haben. Mhm. Ne? Also. Wer weiß, auf jeden Fall war es gut, dass es sich geändert hat. Denn sie ist auf jeden Fall besser geworden. Noch besser. Ich finde das auch schön, wenn es eine Frau schafft, die so was Pornohaftes an sich hat, ja, wenn die es dann schafft, sich davon zu lösen. Und das Porno-Gimmick so ein bisschen hinter sich zu lassen. Ja, ich glaube, so ganz wird das Antisocial nie schaffen, weil das ist einfach ihrs. Ja, ja. Macht so. Sie nutzt es ja auch in den Aktionen. Sie lässt sich ja immer selber Legs splitten. Ja. Ja, dass der Gegner ihr Bein nimmt und sie dann in den Spagat wirft, das ist ja auch schon so eine Aktion. Sie hat auch eine Aktion, die sie sowohl offensiv als auch defensiv dann macht, wo sie den Spagat auf den zweiten Seil macht. Ja. Ja. Den macht sie manchmal sogar beim Einzug. Ja. Geht dann übers oberste Seil in den Ring oder übers zweite, wie auch immer, also ganz normal in den Ring und dehnt sich dann so übers zweite Seil und bleibt dann da hängen, bis der Gegner im Ring ist oder so. Ne? Also, die hat schon irgendwas, sowas, dieses It-Factor-Dingens, ja? Mhm. Hat Antisocial definitiv. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es nicht höher hinauskommt, weil dafür ist sie dann jetzt auch schon viel zu lange dabei. Auch jetzt des Alters wegen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt richtig gewollt ist. Aber wenn, dann ist das gerade der perfekte Zeitpunkt. Weil so gut wie jetzt war Antisocial noch nie. Ja. Aber da würde ich eben andere Damen, jetzt beispielsweise sogar Heidi Lovelace, dann noch eher dazu packen, weil die ein ähnliches Auftreten hat. Mit einem ganz anderen Körpermaß, aber die sind sich sehr ähnlich, Antisocial und Heidi Lovelace.
Ja, so vom reinen, von der reinen Präsentation. So, ganz viel geredet. Ich denke, über alles andere wurde geredet. Kimberly, wie gesagt, Powerbomb gegen Chris Dickinson angucken. Co-Main Event, WSU World Title, Cherry Bomb gegen Candice LeRae. Und das ist Cherry Bombs letztes Match als World Champion, als WSU Champion, aber nicht, weil sie das Match verliert. Nein. Klären wir, denke ich, ja, Frankie, dann mach direkt. Du stöhnst schon ein bisschen traurig. Ja, ich war erstmal überrascht, Cherry Bomb, als ich habe ja kurz vorher habe ich mir Shine 29 angeguckt und da kommt Cherry Bomb als Face rein. Die habe ich ja auch letztes Mal sehr gelobt, dieser tolle Death Valley Driver. Ja, und jetzt kam sie hier als Heel rein. Ich fand sie übrigens als Heel sogar noch viel besser. Ja, ja, und Cherry Bomb gewinnt das Match noch irgendwie, aber so die letzten paar, ich sag mal jetzt so die letzten 30 Sekunden dieses Matches sind davon leider überschattet, dass Cherry Bomb sich während dieses Matches das Schlüsselbein gebrochen hat. Ja. Ja. Ich glaube, es war Candice LeRae, versucht so ein Tornado DDT. Ja, ja, so ein Tornado DDT und der geht ein bisschen nach hinten los und Cherry Bomb kommt unglücklich dabei auf. Man sieht nicht, wie sie sich das Schlüsselbein bricht, ja. Aber man sieht genau den Augenblick, sie hält sich auf einmal die Seite hier fest und kann sich kaum noch bewegen. Ja. Und alles andere, was da offensichtlich dann geplant war, wurde per sofort gecallt. Erst über den Ref, dann hat es Candice nicht richtig mitbekommen. Ja. Und dann halt nochmal direkt und dann hat Cherry Bomb ihr gesagt, lauf auf mich zu, ich trete dich mit meinem Finisher und dann pinne ich dich, sah aber alles wahnsinnig unglücklich aus. Ja. Kennen wir aber aus dem Wrestling, wenn Verletzungen passieren und das Finish gerettet werden muss, bzw. kein Titelwechsel her soll oder so, dann wird per sofort das Match mit irgendeiner Aktion beendet. Ja. Manchmal ist es nur ein Roll-Up, Austin, Owen, irgendwas, was dann einfach nicht gut aussieht, weil es nicht mehr gut aussehen kann. Weil der eine keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat. Und genau das haben wir hier gesehen. Ja. Cherry Bomb hat Schmerzen und kann nicht mal richtig pinnen. Ja. Und das ist eben das. Aber das Match selbst, Frankie, vorher? War ganz gut. Ja, aber es reiht sich so in den Rest dieses Abends ein. Es war ganz okay, aber mehr auch nicht. Okay. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Dann lasse ich Willi und ich ergänze schon mal, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, für mich war es, wenn ich mal die Single-Matches angucke, für mich das beste Match des Abends. Verletzungsunglücklich natürlich, Cherry Bomb als Heel ist immer gut. Candice LeRae ist auch immer gut, brauchen wir auch nicht viel drüber reden. Ich habe jetzt keine großen Aktionen rausgewählt. Ich fand es eigentlich ansprechend. Also wie gesagt, beste Match des Abends für mich, was die Singles angeht, Singles-Matches. Mhm. Ich hätte es gerne noch ein bisschen länger gesehen, aber durch die Verletzung ging es natürlich nicht. Ist denn der Titel vakantiert worden schon, oder? Ich habe noch gar nichts mitbekommen. Ja. Online oder wie, oder? Ich sag mal einfach ja. Okay. Ich habe noch nichts mitbekommen davon, also bei mir steht nur... Aber es ist noch nichts festgelegt, wo der Titel wieder verteidigt wird. Deswegen kann ich jetzt nicht mal sagen, ob er wirklich vakantiert wurde. Was wir ja wissen, ist, dass der Shine-Tag-Gürtel vakant... Nee, sie ist noch Champion. Nein, ich sehe das gerade... offiziell noch Champion. Sie ist noch Champion. Aber die Frage ist halt, wann die nächsten Shows stattfinden, denn die offiziellen nächsten Shows von WSU sind keine reinen WSU-Shows, sondern Kooperationsshows mit anderen Ligen. Und dort werden nur unter anderem auch WSU-Matches stattfinden. Unter anderem auch eine Titelverteidigung vom Spirit-Title von Lever Bates. Scheinbar möchte man abwarten, ob bis zu einem der Anfang 2016 stattfindenden WSU-Shows, die dann wieder als Doubleheader mit Combat Zone funktionieren, ob bis dahin vielleicht Cherry Bomb wieder fit ist und man vielleicht gar nicht vakantieren muss. Also das würde ich hoffen, das Letztere. Also vielleicht tragen sie es ja irgendwie. Denn sonst wäre ja wahrscheinlich schon vakant. Wäre schon dann könnte man ja bei einem dieser beiden Shows, könnte man ja ansetzen, okay, Jessica, komm, okay, Candice, komm, macht mal. So in die Richtung. Aber vielleicht will man ja abwarten, wie lange es wirklich dauert. Aber andererseits, die Verletzung wissen wir jetzt, am 12.09. eingetreten, also roundabout 2 months ago. Und ich weiß nicht, also 4-5 Monate sollten schon drin sein, Pause. Man hat ja auch. Und dann sind wir ja schon im März, April. Man hat ja auch gleich Jessica Havoc danach reingeschickt als Comeback. Also man hat ja nicht jetzt sofort, man hat ja alles so gelassen erstmal. Man hat ja nicht gleich reagiert und hat gesagt, was machen wir jetzt? Ne? Irgendwie keine, die Promo war ja nicht, oh, jetzt der Titel, jetzt kann jeder ran oder so.
Also ich hoffe mal, dass sie ihn weitertragen erstmal, das überbrücken irgendwie durch gute Matches, dass sie den Titel drin lassen erstmal noch bei Cherry Bomb. Würde mich freuen. Also das ist halt der Vorteil, dass du zwei Einzeltitel genau, hast. Genau, genau. Ne? Wenn er mal da ist, der Spirit-Title. Also mal zurück zum Match. Ich habe mir keine großen Aktionen aufgeschrieben. Ich war trotzdem ganz gut begeistert von dem Match. Für mich ist das beste Singles-Match des Abends. Da, ja, da kommt Athena gegen Sunny, wie hieß sie gerade? Sumi Sakai. Die so. Meine ich, kommt da gerade noch ran. Der Main Event, naja, machen wir gleich. Ich fand das Match gut. Ich kann Frankie da nicht so ganz nachvollziehen. Ja, deswegen sind wir immer mehrere, eben. Damit das verschiedene Meinungen hergibt. Ne? Jan, jetzt du, aber vorher sage ich noch, dass mir beim Entrance von Cherry Bomb wahnsinnig gut gefallen hat, wie sie mit dem Lied gespielt hat. Mitsingen, also es war hier das Radioactive von Imagine Dragons. Imagine Dragons. Thank you very much. Übrigens eine ganz, ganz tolle Band, eine meiner Lieblingsbands in den letzten Jahren sich entwickelt. Die Alben sind super, die beiden, die es bisher gibt. Und dann dieses, sie hat die Nicht-Radio-Version, also nicht die wir in Schland in den Charts hatten, sondern die ursprüngliche Album-Version des Lieds genutzt. Und da ist dann dieses, dass der Sänger so ausatmet, so dieses Stöhnen. Und genau das macht sie genau in die Kamera, ohne vorher in die Kamera zu gucken. Ganz, ganz tolles Spiel mit der Kamera und mit dem, was gerade läuft, mit dem Theme. Das macht den Charakter sehr, hat sehr rund. Hat sie aber bei Schrei 29 auch so gemacht schon, glaube ich. Ja. Echt? Ist mir nicht aufgefallen. Bin ich mir relativ sicher. Also sie hatte. Das mit diesem, mit dem Radioactive hat sie bei WSU auch sie schon. Singt nämlich auch mit. Man kann ja, man sieht ja, dass sie mitsingt zum Beispiel. Ja, und das macht sie auch. Machen einige, finde ich immer gar nicht. Ich so auch gut. Nicht. Macht lieber Bates ja auch. Aber wenn wir schon bei. Macht ja Page auch. Wenn wir schon mal, das stimmt auch. Wenn wir bei Films sind schon, von Candice LeRae, war das The Darkness eigentlich? Das Theme von ihr? Weiß das jemand? Das Lied kenne ich auf jeden von Fall. Von Candice LeRae, The Darkness mit I Believe in a Thing Called Love. The Darkness, okay. Ja, genau. Also genau, ich fand, genau. Beide Lieder fand ich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Boah, was hab ich schon besoffen auf den, den The Darkness Song. Das ist geil, ne? Gerottet und gerockt, ja. Ja. Jetzt ist Jan. Wieder still. Ja, toll. Jan ist dran. Ihr müsst weiterreden, wenn ich was Peinliches sage. Es musste einfach wirken. Das Problem ist, keiner ist so alt wie du. Wir kennen den Song von damals nicht, dass wir damals mitgehen können. Ist doch nicht von damals. Der ist. Mensch, Jan! Ich dachte, der ist 12 Jahre alt. Ja, so alt ist der nicht, ne? Nein, der ist doch erst 4 Jahre oder so? Doch, würde ich schon sagen. 2005, 2006. Ja. Ja. So, Jan, jetzt du, Match. Und währenddessen recherchiere ich, wann der Titel rauskam. Ja, muss älter als mein Sohn sein. Muss. Das Problem ist, eigentlich gibt es nicht mehr viel zu dem Match zu ergänzen. Und bei Cherry Bomb habe ich immer das Problem, dass ich keine schlechten Witze mache über Kirschen. Kirschen und Bomben. Ja, Kirschen. Naja, über Cherries, die gepoppt werden. Ach so, ja. Naja, egal. Ja, Candice LeRae. 2003. Yay. 2003. Ich weiß es. Oh. Ja. Guck an. Ja. Hammer. Da war ich noch kein Papa und da habe ich besoffen in der Disco gestanden und auf dem Song. Also, abgeräumt. Jetzt mal ganz ehrlich, das will ich ja wohl auch hoffen, dass du nicht als Vater besoffen irgendwo in der Disco rumstehst und vielleicht kotzt. Ich meine, das ist heutzutage auch nicht wirklich selbstverständlich. Pass mal auf, lieber Jan, krieg mal selbst Kinder, ja, dann bist du froh über kinderfrei, ja, wenn du mal ein Wochenende kinderfrei hast, ja, und dann gehst du auch saufen. Ja, ich bis jetzt... Besoffen ist man erst, wenn man zur Musik mitsingt, die nicht läuft. Kann ich auch, kein Problem, kann ich auch. So viel habe ich nie getrunken. So, Jan, jetzt weiter, Match. Ja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen. Wie gesagt, im Match würde ich. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es bis zu der Verletzung das Beste des Abends war. Oder überhaupt das Beste des Abends. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das so sagen würde. Aber es war auf jeden Fall auf Platz 2 Minimum. Und dann auch wieder ähnlich wie halt schon bei dem ersten Fina-Match, dass das auch wieder so endet zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, hey, das würde ich mir gerne noch länger angucken. Mhm. Ist schade. Was wohl auch so das große Thema der Veranstaltung wird, schade.
dass da einige Sachen nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Ja, und dann kommt Jessica Havoc. Ja. Ja, die dann ja auch in der Promo sagt, dass sie den Titel nie verloren hatte. Was daran durchaus zu erwähnen wäre, dass das die Phase war, in der sie dann bei TNA landete, wodurch sie den Titel verlor, kurz bevor wieder eine WSU-Show stattfand, damit der dort vakantierte Titel neu ausgekämpft werden kann, den dann Lufisto gewann. Dadurch, durch diese Aktion, dass der Titel vakantiert werden musste, aber eigentlich auf Lebenszeit von WSU gesperrt wurde. Das war doch erst vor ein Jahr, zwei Jahre oder so, oder? Ja. Das ist schon länger. Auf jeden Fall war das schon die DJ Hyde-Phase. Ja. Und das war deswegen, oder ist deswegen, weil es tatsächlich private Reibereien zwischen Jessica Havoc, / Sami Callihan und DJ Hyde gab und wohl immer noch gibt, weiß ich nicht, ob die, wie sie sich da geeinigt haben. Aber dann sogar angedroht wurde, dass man Jessica Havoc in den, ihr kennt ja den alle, den Vince McMahon Kiss My Ass Club, ja, kennt ja jeder, bei WSU und auch zum gewissen Grad Combat Zone gab es den DJ Hyde BJ Club. Oh. Yes. Und eine der Mitglieder in diesem BJ Club ist Jessica Havoc. I. Und die das aber in einer Story eingebaut wurde und sich immer dagegen wehren konnte. Aber sie wurde aufgenommen, offiziell von DJ Hyde, aber es kam halt nie zur Vollführung des Eintritts. Ich sagen, das wird nicht vollführt im Ring, ja? Wie beim Kiss My Ass Club. Es wurde nicht vollführt. es wurden aber so Promos gezeigt, oh so ein bisschen, wo das so angedeutet wurde, dass das jetzt gleich losgeht. Dann ist die Kamera aber weggefahren, ne? Oder sowas. Aber eben mit unbedeutenden Charakteren, also nicht mit Leuten, die im Produkt wichtig sind. Ne? Dann gibt es ja immer irgendwie, irgendwie Schauspieler oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es diesen Club in dieser Phase, wo DJ Hyde das Produkt endgültig übernahm. Das war Mitte letzten Jahres. Aber so viel zum Ernstnehmen des Womens-Produktes. Das ist eben bei WSU Mann, nicht Mann, ganz Mann. So. Mann, Mann, okay. Das ist eben bei WSU nicht ganz so. Weil es eben kommt. Aber schön, dass wieder da das ist. Genau, und das ist was Gutes. Sowohl für Jessica Havoc als auch für WSU. Mhm. Denn wenn wir jetzt gucken, dass Allison Kay durch die Verletzung von Cherry Bomb deren Spot im Combat Zone Produkt unternimmt, das schon mal im Ausblick. Alle Combat Zone Fans werden jetzt sagen, die passt ja nicht so ganz, aber Problem ist halt, dass Cherry Bomb, das ist auch das Gute, was ich halt habe, ich kenne halt Cherry Bomb viel länger als hier, als Face. Mhm. Ja? Durch die Arbeit im Combat Zone Produkt mit Pepper Parks, wo sie ja Managerin ist und dann ja auch in Mixed Tag Matches antrat und so, kenne ich sie halt viel länger als Heel. Und jetzt ist sie ja Teil dieses Stables TV Ready mit Pepper Parks und Black G's. Ja? Und diesen Spot in dem Trio übernimmt jetzt Allison Kay bei Combat passt, Zone. Ja. Jetzt ist halt die Frage, ob das auch bedeutet, dass Allison Kay ihren Spot bei WSU zurückbekommt, den sie auch auf ähnliche Art und Weise verloren hat, mehr oder weniger wie Jessica Havoc. Durch No-Showing, durch nicht antreten können, weil eine andere Show wichtiger war. Bei Allison Kay ist das gar nicht so lange her, denn die hat lieber einen Global Force Taping teilgenommen und hat das den WSU-Leuten erst zwei Tage vorher gesagt. Und bei Jessica Havoc war es halt TNA. Das heißt, beide sind sich jetzt recht ähnlich und da wir Allison Kay bei Combat Zone sehen, die ebenfalls von DJ Hyde geleitet wird, genauso wie WSU, könnte man dort sagen, Hyde springt über Schatten. Ja. Die er selber kreiert hat. Ja? Ob das alles so kommen wird, wie ich jetzt gerade gesagt habe, weiß ich nicht, aber dadurch, dass wir Allison Kay im Combat Zone Produkt haben und Jessica Havoc bei dieser Show zurück im WSU Produkt haben, denke ich, können wir durchaus sagen, dass DJ Hyde jemand ist, der auch über Schatten springt. Ja, und manchmal, wir kennen es im Wrestling, nichts ist für immer, gesagte Dinge ändern sich, ich mag dich wieder, weil, ich umarme dich mal, weil es passt. Ja, hilft dem Produkt. Wenn wir gerade dabei sind, dass die Verletzung von Cherry Bomb jetzt aktuell ist und dass wir nicht wissen, ob der Titel vakantiert wird oder nicht, Jessica Havoc ist da, was meint ihr denn, kommt Hinaya durch die Siege auch ran ans Titelmatch vielleicht? Ja. Ist logisch eigentlich, ne? Vielleicht sogar als Gegnerin von eben Jessica Havoc, weil ich glaube nicht, dass Allison Kay sofort nachrutscht. Ja, einfach weil sie dafür vielleicht jetzt gerade im Combat Zone Produkt zu wichtig ist. Übrigens bei der gleichen Show, also am gleichen Tag, bei der Abendshow, tritt übrigens Jade als Mia Yim an. Ist auch ganz interessant. Ja? Also, was das dann für rechte Dinger sind, keine Ahnung. Ist aber auch egal.
Aber ja, würde ich schon ja, tippen. Ne? Vor allem auch, weil es passt. Ja, also, Hanaya ist der Heel im Produkt. Ja. Jetzt sowieso. Wegen Athena, ne? Ja. Man könnte sagen, man könnte irgendwas mit dem Dollhouse machen. Mia Yim und Marty Bell, beide sicher mit einem gewissen Anspruch an den World Title. Marty Bell, mehrfache Damen-Championess. Jade, Mia Yim, war sie WSU-Champion? Ich glaube nicht. Nee. Müsste ich jetzt lügen, weil ich es nicht weiß. Ich glaube nicht. Aber sicher hat eine Mia Yim, eine Jade Anspruch auf so einen Gürtel. Wären auch Heels. Aber wenn dann die beiden nicht, dann ist es eigentlich schon Hanaya. Mhm. Ne? Und vielleicht sogar höher als die beiden Dollhouse-Mädels. Vielleicht noch Veda Scott, aber die dümpelt ja im unteren Ende der Karte. Ja, aber wenn sie so auftritt wie bei dem Event, bitte nicht. Ja, das stimmt schon. Übel. Also könnte man schon fast sagen, entweder das wird ein Mini-Turnier, aber wir können vielleicht sogar ein Finale vorausahnen, was dann vielleicht Jessica Havoc gegen Hanaya the Howling Huntress wird. Wenn wir diese aktuelle WSU Excellent Show als Status quo. Aber Jessica Havoc, bitte, wenn sie wieder nicht in Ringklamotten zum Ring kommt, wie jetzt bei dieser Show, dann bitte mit einer Hose, die ihr entgegenkommt. Mhm. Denn die war ziemlich böse gewählt. Das ist Punk, das verstehst du nicht. Das ist kein Punk, das ist Aua. Das ist Aua. Für die Augen, oder was? Ich mag ja Jessica Havoc und sie sieht ja in ihrem Ring-Gear, sieht sie ja richtig gut aus, finde ich. Es passt auch dazu alles. Aber diese Hose hat ja ihre Schenkel noch um dreimal breiter gemacht. Das war ja furchtbar, diese Hose. Mann. Ja, es war so eine Stretch, kann man ja nicht machen. Legging-Dinges, ja. Ne? Ich fand, hier hatte auf, also da wurde der Stretch-Anteil aber ordentlich gedehnt und auf die Probe gestellt. Ja, aber Leute, sonst trittst du im Badeanzug und in Strumpfhose auf. Also so viel. Und nur weil sie dicke Schenkel hat oder so, ist die Frau ja trotzdem nicht hübsch. Nee, ich finde sie auch gut, ey. Ich mag das auch. Also, das aber scheint auch eine sympathische zu sein. Ja, hast du ja schon mal gesagt. Das hab ich euch ja bei Shine 29 das sehen wir nachher prognostiziert, nachher dass Jessica Havoc ein Schnurrbart ist. Ja, das sehen wir nachher noch bei der Ansprache nachher. Also, ne? Also das habe ich euch ja beim letzten Mal versprochen. Eben. Gut, Cherry Bomb gegen Candice LeRae, weiß ich gar nicht, habe ich alle? Ja. Jo. Ja? Dann gucke ich noch ganz kurz, ob ich noch was habe. Finish habe ich aufgeschrieben. Also lauf in meinen Superkick. Ja. Und dann halt unglücklich. Aber ansonsten haben wir alles gesagt. Candice LeRae, auch so ein Schnuggel. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht einfach zu lieb und auch ähnlich wie Liva Bates den diversen Drogen manchmal zu sehr frönt, als dass man die höher hinausgehen sehen lassen kann. Wer kennt das jetzt, oder wer? Okay. Ja. Ob das so ist, alles weiß man ja auch immer nicht. Aber das Wrestling-Business redet, ja. Und wenn das bis zu mir, bis zu uns kommt, dann wissen das die WWE-Leute ganz sicher. Aber die hat ja den Look, ne? Eigentlich können sie ja. Sie hat den so einen niedlichen. Ja. Und sie ist ja auch gut. Klar. Ja, das, was sie im Ring macht, ist ja auch gut. Die ein oder anderen Botches. Und wenn wir jetzt gucken, dass zum Beispiel einer Kaylee Ray ein ähnliches Credo nachgesagt wird und die aber gerade ein Match bei NXT hatte, mit Einzug und Musik und Tron, ja. Weiß man nicht, ob da vielleicht sogar drüber weggeguckt wird, wenn du bei uns das nicht machst. So, weißt du? Bei der Ansage, du darfst, aber wenn wir dich einmal erwischen, war es das. So in die Richtung. Wie bei Randy Orton immer. Ja. Ja, also ich meine, es sind ja auch offensichtlich Leute im Kader bei der WWE, die ganz offensichtlich nicht komplett mit der Wellness-Policy einhergehen und trotzdem Teil des Kaders sind. Ja? Um das mal ganz, ganz politisch korrekt auszudrücken. Und aber die Damen sind gut genug. Und aus irgendeinem Grund haben sie dann halt dieses Fable dann für die eine oder andere Droge. Ja, gut, wenn sie dann höher hinaus wollen, dann wird ihnen ganz sicher gesagt, lass das. Und wenn sie es machen, dann ist es durchaus möglich, dass sie höher hinauskommen. Wenn sie es nicht machen, ja gut, dann hast du deine Chance gehabt. Ist denn Kaylee fest jetzt schon bei NXT unterschrieben, oder? Nee, das war einfach nur ein Match. Ich hab's nämlich bei WXW, glaube ich, letztes Jahr gesehen und kannte sie vorher natürlich auch schon, hat mir viel versprochen. Und bei WXW war es so ein Mixed-Tag-Team-Match irgendwie. Und da war nicht viel zu sehen von Kaylee Ray, ehrlich gesagt. War ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich finde, also viele loben Kaylee Ray sehr dolle. Ich sehe dieses nicht so unbedingt.
Ich finde, wenn sie die richtigen Gegner hat, zum Beispiel habe ich ein Match mit Nikki Storm auf dem Radar, das fand ich super. Nikki Storm, ne? Ja, jetzt kann man aber auch sagen, das liegt an Nikki Storm, würde aber meiner Argumentation, dass zu einem guten Match immer zwei gehören, widersprechen. Ja. Aber das ist so ein Match, was ich bei Kaylee Ray auf dem Radar habe, was ich gut fand. Was dann vielleicht tagesabhängig ist, oder vielleicht ist sie jemand, die mit jemandem gut kann, können muss, um ein gutes Match auf die Beine zu stellen, oder. Ich habe auch zu wenig gesehen, um da wirklich eine hundertprozentige Aussage drauf zu treffen. Denn sie kriegt ja eine ganze Menge Praise. Der kommt ja nicht von ungefähr. Ja, sie ist, also es muss ja, ist auch eine gute, sie muss ja gut sein, sonst würden nicht so viele gut über sie reden. Wahrscheinlich ist das tagesabhängig oder so. Oder vielleicht hat man ihr nicht so viel Zeit gegönnt im Mixed Tag Team Match, was ich da gesehen habe. Vielleicht war es so. Ich habe jetzt vielleicht, weiß ich nicht, eine geringe zweistellige Matchzahl von ihr gesehen. 15 bis 20 Matches habe ich von ihr gesehen. Und da würde ich jetzt vielleicht zwei nennen, die ich gut fand. Okay. So in die Richtung. Das stimmt jetzt nicht exakt, ne? Also das ist so, nur so ein ungefährer Wert. Und wie gesagt, für mich ist Kaylee Ray wahnsinnig sympathisch. Ja, das muss man mal sagen. Aber wrestlerisch überzeugt sie mich nicht. Okay. Leider. Ja, weil sie eigentlich auch, sie hat auch den Look, so ein bisschen was Abgedrehtes und ein bisschen schrill und auch wahnsinnig extrovertiert, sowohl privat als auch im Ring. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man das kann, wenn man aus sich raus kann und vor allem auch zu einem gewissen Grad anders ist, als man privat ist, aber rein wrestlerisch eben nicht bedienbar oder nicht, wird das nicht komplett bedient. Auch wenn der NXT-Auftritt gut war, da hat sie genau das gemacht, was sie machen wollte. Okay. Ja. Ansonsten gucken wir lieber in den Main Event, wie es mit Cherry Bomb weitergeht, werden wir schauen. Wenn wir, ich habe das schon mehr oder weniger in meinem Kopf beschlossen, wir werden Damen Wrestling in 2016 ins Podcast-Portfolio mit aufnehmen. Mal schauen, in welchem Rahmen. Ich habe auch schon überlegt, dass wir die letzte AIW Girls Night Out Show auch mal drauf gucken. Dann haben wir nämlich insgesamt schon drei Ligen, die wir schauen. Vielleicht machen wir auch noch ein Schimmer-Event, dann haben wir vier Ligen. Und dann schauen wir, welche Ligen wir vielleicht dauerhaft aufnehmen. Und dann gucken wir mal, wer sich so in allen Ligen rumtaumelt. Und dann machen wir vielleicht auch mal irgendwann eine finale Aussage darauf, wer könnte denn höher hinaus und so. Denn das sind ja wahrscheinlich am ehesten die, die bei allen Shows mit dabei sind. Wenn wir irgendwo sehen, dass, ich habe ja letzte bei Shine 29 noch erzählt, dass ich Queens of Combat gefunden habe jetzt. Wer vom Chat vielleicht jemand dann später oder so, oder ihr auch, wer irgendwie weiß, wie man da rankommt an die Shows, ich würde gerne mal reingucken. Queens of Combat. Du kennst mich. Okay, gut. Aussage beendet. Darf ich noch eine kleine Möglichkeit, wenn es darum geht, um mit Hörer hinaus und bei Candice, sehe ich bei ihr ein ganz großes Problem und das heißt Alexa Bliss. Weil Candice LeRae ist wie Alexa Bliss, nur ein bisschen älter. Mag sein, aber das scheint der WWE aktuell egal zu sein. Denn wenn du guckst, wer da jetzt gerade von den Damen geholt wird und wer getryoutet wird. Ja, gut, die Australierinnen sind. Kannst du auch Schablone erstmal alles Klone. Ja, aber, ne? Das, also, ich weiß nicht, ob das. Ja, zu einem gewissen Grad bestimmt. Aber wenn gut, dann kommen. So in die Richtung, weißt du? Dann schauen wir selber, ob es was wird. Wenn wir zum Beispiel gucken, die beiden Töchter von Duggan, die beiden Zwillinge. Ja, die sehen automatisch ja auch gleich aus. Nein, die sind aber auch, das ist ganz klar, das wird dann ein Bella-Klon. Ja, und die wurden trotzdem unter Vertrag genommen. Und deswegen immer schauen, was man selber draus macht, wenn du die Chance bekommst. Und bis zu dem Zeitpunkt können wir ja auch nur darüber spekulieren. Bist du dafür bereit? Kannst du das? Oder. Und wie gesagt, dass eine Kaylee Ray eine Chance bekommt, ist jetzt der WWN Zusammenarbeit geschuldet, aber dass sie eben einen Einzug bekommt und Musik und alles, das hat mich schon überrascht. Hat mich sowieso überrascht, dass ja zwei der Damen, wer war denn die andere, die da noch getryoutet wurde? Die hat auch einen Einzug bekommen. Wer war denn das? Hier, Evie. Die Neuseeländerin. Oh, die fand ich super. Die hat auch Musik und Einzug bekommen. Ich war völlig irritiert, wieso kriegen die auf einmal Einzüge? Normalerweise stehen die im Ring, genauso wie diese Woche mit Nia Jax. Ja? Und, da ist völlig egal, dann kennt man die vielleicht, wie auch hier zum Beispiel mit, haben wir bei der letzten Show ja gesagt, Crazy Mary Dobson, ja, gegen Bailey. Da musste sich Mary Dobson am Ring verstecken, ja, dass sie während des Einzuges von Bailey nicht gesehen wird. Und dann sollte sie von jetzt auch gleich im Ring stehen, wenn ihr das ungefähr vor Augen habt. Ist das habt, die, ja? die auch bei Shine jetzt? Das genau. Okay, alles klar. Ja. Genau die. Und solche Damen wurden da ja getryoutet. Waren ja mehrere bei dem gleichen Taping, bei dem eben Athena dabei war. Ja? Also, wie haben wir denn hier noch? Diese Dionna
Purazzo, die jetzt gegen Nia Jax letzte Woche gekämpft hat. Dann haben wir Mary Kate, das ist Andrea. Ja. Und eben wie gesagt Adrian Reese, aber die ist ja jetzt sicher bei WWE. Also wenn wir nach 5, 6 Jahre nach vorne gucken, könnte WWE ganz schön was aufbauen da, was die Frauen angeht. Ja. Denke ich mal schon, da werden wir überrascht sein werden. Absolut. Ja. Kann nur gut sein. Für uns. Entschuldigung, Markus, dass du gerade mein Opfer bist in dem Sinne, aber du weißt hoffentlich, wie ich das meine. Denn es ist ja deswegen nicht schlecht, was die WWE da macht. Und die Indies, seitdem das 2002, das sehe ich immer so als Stichtag für mich, Gründung Ring of Honor ist der Stichtag, Independent Wrestling wird wichtig. Und seitdem dem so ist, das sind jetzt 13 Jahre, ist Independent Wrestling ja nicht schlechter geworden, sondern im Gegenteil. Die sind gezwungen, bessere Shows zu machen. Ergo ist das ein ewiger Kreislauf. Das ist eine Fluktuation und die WWE bedient sich an dem besten Talent, was aber nicht gleichzeitig heißt, dass die Indies keine Talente mehr kriegen, sondern es werden andere Talente sein, als die inzwischen bei der WWE sind. Und dennoch würde ich sagen, wenn wir das als Stichtag 2002 sehen, dann ist Independent Wrestling seitdem besser geworden, weil inzwischen die WWE das ganze Ding auf dem Radar hat. Und das eine ergibt das andere. Deswegen ist es nicht zwangsläufig schlecht, dass die WWE sich an dem besten Talent der Indies bedient. Und wenn das bisher Männerbereich ist, war, das ist ganz klar, ne? Punk, Loki, Joe, alle so die ganzen Leute, die ja jetzt Stück für Stück dann kommen, aber jetzt halt im Damenbereich. Und da ist Athena dann die Erste. Ja? Mehr oder weniger, nicht ganz die Erste, aber schon eine, die da in dieses Credo am ehesten passt. Und genau die steht im Main Event, nämlich ein, und jetzt kommt der Lacher des Abends, ein Uncensored Rules Match ohne Disqualifikation. Ja. Und es endet mit der Disqualifikation. Juhu! Erinnert ja, und nur weil Naya am Anfang reinkommt und sagt, genau. Lass sie nicht, ne. Ja, aber das ändert ja nicht daran, dass das Match dann, oder? Sie hat ja gesagt, sie will keine Waffen benutzen, glaube ich, oder was war das am Anfang da? Sie will keine Tische, keine Leitern, weil das hatten sie ja schon. Sie wollen straight machen, glaube ich, hat sie gesagt sogar. Sie ist eine Wrestlerin, ja. Sie braucht diese ganzen Sachen nicht, um zu gewinnen. Aber das ändert doch nichts, dass das Match geändert wird. Das Match ist ein Uncensored Rules Match. Und es endet im DQ. Ist schon schräg. Aber gut, machen wir das Match, ja? Jan, du kannst direkt anfangen. Und vor allem nicht nur, dass es halt im DQ endet, sondern halt wie es im DQ endet. Mit ja, halt dem klassischen Eddie-Finish. wo ich halt sagen muss, das macht ja noch weniger Sinn. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass der Referee einfach vergessen hat, dass es ja nur DQ ist und der Fina zugehauen hätte und er das gesehen hätte, okay. Aber so mit dem Eddie, ich schmeiß dem anderen irgendeinen Gegenstand hin und stell mich tot, damit der Ringrichter denkt, ich wäre geschlagen worden. Das macht halt noch weniger Sinn. In aber dem Moment. Doch, Jan, das ist die Hintertür ist es doch. Dass Athena immer wieder zurückkommen kann, weil die Niederlage nicht berechtigt war. Das ist für mich eine Art Hintertür immer wieder. Ja. Meinst du nicht? Echt. Wenn man das so möchte, ja. Also in dem Moment, wo es da passiert ist, bevor die Disqualifikation kam, habe ich gedacht, okay, jetzt wird der Heelspot sozusagen nach hinten losgehen, weil zu vergessen hat, dass es halt nur DQ ist und der Fina jetzt einfach zuhaut und sie damit so, das halt komplett vergessen hat. So einen Spot habe ich jetzt erwartet in dem Moment und dann Leute da der Referee ab und ich habe auch gedacht, was zur Hölle ist jetzt los? Also vor allem, weil ich halt auf die Uhr geguckt hatte und gesehen habe, es sind noch 15 Minuten Zeit. Ja. Dann habe ich auch darauf gewartet, dass DJ Hyde oder so rauskommen und sagen, Referee, no DQ. Genau, das habe ich auch gedacht. Und es passiert nichts und ich war noch verwirrter. Naja, was heißt nichts? Der Ref bekam noch was ab. Ja, ne? Gut, das hat er auch verdient gehabt. Wobei ich sage. Pop-up Powerbomb! Wobei ich sagen muss, vorher schon, wo er sozusagen das erste Mal zu Boden gegangen ist, das sah auch lustig aus. Der ist ja wirklich so wie vom Blitz geschlagen und dann einfach nach vorne um. Wie tot. Das sah zumindest glaubwürdig aus. Genau, das fand ich das Witzigste. Am Schluss, die ganzen 30 Minuten, wie Athena da redet, ja, liegt der tot im Ring. Während die anderen sich da zicken und tränchen und der Schiedsrichter liegt tot daneben. Hat was. Auf jeden Fall, er hat seinen Job sehr ernst genommen an diesem Abend. Also, ja. Jan, hast du noch was? Ja, also bis dahin Match war selbst? Das Match, fand ich das gut.
Hier könnt ihr jetzt auch unsere indianische Jägerin auch mal ein bisschen was zeigen. Mehr als im Opener. Geiler Ja, und Springboard Dropkick. wo? Relativ, ja, ich sag mal so, die ersten 4, 5 Minuten, das war Outside Brawl. Die rollt Athena zurück in den Ring, ja, und macht dann eine richtig geile Springboard-Aktion mit einem richtig schönen Dropkick im Anschluss. Das habe ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel, siehst du? Ja, ich jetzt auch überhaupt nicht. Aber ja, wie gesagt, also Match hat mir gefallen, aber war wieder so dann halt so ein Finish, wo ich gedacht habe, ich möchte, dass es weitergeht. Bitte? Wir haben noch Zeit. Also auf der Uhr. War auch wieder halt im Endeffekt unbefriedigend. Was halt so ein bisschen auch das Fazit der Show, glaube ich, bei mir wird. Ja, okay. Und der nächste, Mann. bitte. Der nächste bitte. Dann Frankie, weiter. Ja, ich fand, wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass es auf einmal ein No-Disqualification-Match wird auf einmal in ein Match mit Disqualifikation umgewandelt. Ja, und DJ Hyde ist der Präsident, der König an, es wird ein Uncensored-Match. Und dann kommt dann so eine Zicke in den Ring und sagt: Nee, ich will aber kein Uncensored-Match. Ja, da muss ich sagen: Ey, was bist du für ein Präsident? Lässt dir von dem Mädel da sagen? Alter Schlappen, weißt du, steht in Ultra-Hardcore-Matches, ja, mit Rasenmähern und so weiter, aber lässt sich dann von so einer Zicke sagen: Ich mache jetzt hier ein Match mit Disqualifikation, das will ich nicht, das mit dem Uncensored, ja. Ich bin dann, alles klar, ja, super. Okay, aber das an sich war das Match gut, ja, vor allen Dingen Hanaya, the Howling Huntress, hat mir, auf die habe ich besonders geachtet. Ich habe diesen Springboard Dropkick halt noch auf dem Radar. Und was mir wohl auch in dem Match aufgefallen ist, da wieder besonders das Call. Danke. Sau auf bei Outside-Aktionen. Athena auch noch. Ganz Ja. viel Athena, weißt du? Die. Schubst mich Ja. einfach und dann springt sie ja volle Ja. Möhre mit den Knien zuerst in das Guardrail, ne? Also hätte ich das mit jemandem so, die letzten Matches habe ich ja alleine geguckt. Hätte ich es mit jemandem zusammen geguckt, der noch nie Wrestling geguckt hat, dann hätte ich dem immer sagen können, jetzt passiert was. Und ich bin eigentlich nicht so wie der Matze, der sich so gut im Detail mit der Materie auskennt, ja. Aber das habe selbst ich gemerkt. Ja. Wirkt Wirkt sehr unglücklich. unglücklich, ja. Vor allem, weil es auf die ganze Show immer wieder passiert, ne? Super schön fand ich allerdings dann die Promo am Schluss von Athena, wo sie sich zum Teil sogar tränenreich verabschiedet von den Indie-Fans. Ja. Ich fand es besonders schön, dass sie bei Sumi Sakai geweint hat. Ja, weil das war ja so ein Traummatch von ihr. Und dass Sumi Sakai dann gekommen ist. Auch wie Sumi Sakai darauf reagiert, fand ich auch total schön. Ja, oder Jessica Havoc kommt heulend in den Ring und sagt so: Ey, du ruinierst gerade meinen Charakter, ich bin am Ja. Heulen, geht doch nicht. So. Karriere Großartig. vorbei. Ja, das ist so einer dieser Momente im Wrestling, der leider davon überschattet wird, dass nichts los ist in der Halle und es kaum einen interessiert. Das finde ich so schade an dieser Sache. Sind ja trotzdem noch genug Fans da, die wissen, was Ja. los ist. Also das ist, diese genannten Smart Marks gibt es halt überall. Es gibt Menschen, die behaupten, es gibt keine schlauen Marks. Ich sag ja, es gibt die, denn ich würde uns schon, also was wären wir sonst? Also wir wollen zum Teil Dinge sehen, dass sie echt sind, Ja. wissen aber, dass das und das so und so Ja. ist. Das heißt, es macht uns da automatisch zu schlauen Max. Ja. Marks. Ja? Wir lassen uns Also ich weiß, nichts es gibt ganz viele, erzählen. Das ist das. die das. Wir lassen uns einfach nichts erzählen. Das ist das. Ja. Ja, aber es gibt halt ganz viele, die diesen Ausdruck Smart Marks nicht gut finden, weil Mark es mag. So. Aber ich finde halt, Punkt 1, Marks sind notwendig. Ja. Ja. Und Punkt 2, Smart Marks sind genauso notwendig. Die reiben sich aneinander und dadurch kriegt das Wrestling-Produkt sogar noch was ab. Und zum Glück gibt es diese genannten Smart Marks, die nämlich wissen, dass Athena Richtung WWE geht, sonst wäre nämlich gar keine Stimmung aufgekommen. Und das bewirken in dem Fall Smart Marks, die oft kritisiert werden. Das hat kein Mark Ja. kritisiert. Der Mark hätte nur kritisiert können, dass Athena gerade gefeiert wird. Ja? Der Smart Mark macht aber das Ding wertvoll
für das Produkt und für Athena und für WSU und für den Zuschauer. Ja. Denn der weiß, dass diese Rede gerade stattfindet, weil Athena Richtung WWE geht. Ohne einen Smart Mark im Publikum hätte diese Rede nicht stattgefunden. Und deswegen muss man immer, denke ich, alles von zwei Seiten der Medaille betrachten. Ich hätte Athena gegönnt, wenn es bei Shine gewesen wäre. Wo das dann auch wirklich von den Leuten, die im Raum sind, dementsprechend gewürdigt wird. Ja. Ja, und von ein paar Leuten mehr. Man fand sagt ich sehr jetzt, schade. Aber es wurde WSU gewählt, weil sie dort ihren Durchbruch... Genau. Ihre Heimat quasi. Ne? Ja, das stimmt aber nicht mal richtig. Aber ja, wenn sie das selbst so gewählt hat, dann ist das so. Ja? Okay. Ob sie es selbst gewählt hat, weiß ich nicht. Ich hab mit der Dame noch nie geschrieben oder so. Also dann ist das wird schon irgendeinen Grund haben. Ja. Und was viel wichtiger ist, dass es überhaupt stattfindet. Es gab auch schon andere männliche Wrestler, die von jetzt auf gleich mehr oder weniger eine Independent-Show hatten und dann Richtung WWE gingen und egal bei welcher Liga keinen Abschied bekamen. Ja. Ja? Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil das ist etwas sowohl für den Zuschauer als auch für den Wrestler selbst, woran man immer sich erinnern wird. Ja. Ja? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen. Also, ich mag solche Momente. Ja. Diese Reden. Ich finde das super. Weil es zeigt immer auch die menschliche Seite des jeweiligen Charakters, des Wrestlers, in dem Fall Wrestlerin. Ja. Was demjenigen, in dem Fall wieder derjenigen, wichtig ist in ihrer Karriere. Und zeigt mir auch gleichzeitig, okay, das kann nicht alles Show sein, so ist die. Und sowas finde ich sehr wichtig. Da ziehe ich sehr viel Informationen draus. Ja, und deswegen mag ich solche Abschiede, weil ich auch Leute drumherum achte. Zum Beispiel bei dem Abschied von Samoa Joe bei Ring of Honor, auf die Wrestler drumherum geachtet habe. Ja? Oder bei Homicide, oder bei Joe, oder bei Punk, oder bei Paul London, der erste, der ging. Ich finde das halt interessant, wie die Leute drumherum reagieren. Einige reagieren nämlich tatsächlich mit Freude und für denjenigen, der da im Ring steht, die anderen sagen sich, ja komm, geh kacken. Ja. Und tun nur so, als ob sie gerade halbwegs lachen, ja. Glücklich sind. Ja? Davey Richards ist mir dabei einer Sache aufgefallen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welcher der Abschieds. Geschichten. Da weiß ich noch, der hat total verbittert geguckt. So richtig, das will ich auch. So hat er geguckt. Ob was so ist, weiß ich nicht, aber ich habe halt, wie gesagt, so einen Blick dafür, was drumherum passiert und dann achtet man auf sowas. Und genau deswegen finde ich dieses Zwischenmenschliche immer sehr schön. Und dass jetzt nicht alle kamen, zeigt auch, die anderen denken vielleicht das Gleiche, was ich gerade Davey Richards andichte. Die wollten gar nicht. Ja? Und das waren ja mehr auf der Karte, als im Ring waren. Und eigentlich hat Athena alle rausgerufen. Dass Cherry Bomb nicht kommt, gut. Logisch. Die wird gerade verarztet. Ist vielleicht schon im Krankenhaus. Wer weiß es denn. Aber es waren auch andere Damen auf der Karte. Dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt so wichtig waren, aber es kamen halt auch nicht alle, ne? Ja. Wenn wir jetzt gucken, dass da auch weitere Leute im Lockerroom sind, weil ja kurz darauf die Combat Zone Show stattfindet, es hätten noch mehr Leute kommen können. Ja. Ja? Es kommen nur die, die da sind. Und Athena macht das ja ganz gut, wie sie dann sagt, ihr denkt immer, Wrestling wäre so und so. Nee. Wir hassen uns, wir lieben uns, aber sobald jemand was gegen eine von uns sagt, und selbst wenn ich sie überhaupt nicht leiden kann, dann stehe ich für sie ein. Das fand ich super. Ja. Denn das ist das, was ich bei der GWF mit Wrestling-Familie verbinde. Wenn einer auf den Deckel kriegt, egal wie sehr man sich untereinander nicht mag, man hält zusammen. Das ist für mich das, was eine Wrestling-Familie ausmacht. Ja. Und finde ich super, dass das hier mal so präsentiert wird. Denn es sagen ja die wenigsten. Viele wissen es bestimmt und viele denken auch so, aber die wenigsten sagen es doch, weil sie Angst haben, dass ihnen was passiert. Aber Athena kann reden, also geht ihr nicht in die WWE. Ja. Kann ihr doch völlig egal sein, ob jemand weiterhin in den Independent-Kreis schlecht über sie denkt. Also kann sie mal frei von der Leber reden. Und wahrscheinlich denken die anderen Damen drumherum dasselbe und deswegen ist da auch relativ gelöste Stimmung. Ja. Gut, Willi, du hast noch nichts gesagt. Ja, ich möchte auch gar nichts viel zu dem Match sagen. Wurde alles gesagt schon, glaube ich, zur Feier danach auch. Was ich noch gut fand, war die Vince Ain't Here Chance. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil sie ein bisschen was erzählt hat. Ansonsten habe ich mich gewundert, dass sie so oft Schimmer erwähnen durfte. Weil das ja eigentlich ein gegnerisches Produkt auf Augenhöhe sein sollte. Und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, dass sie das so sagen durfte oder wie auch immer. Oder man vielleicht des Abschieds genau. Vielleicht hat sie keine Vorgaben gekriegt und dann hat sie einfach
losgeredet. Ansonsten, ja, wurde alles gesagt, denke ich mal. Lustig war, dass der Referee wirklich die ganze Ansprache da liegen blieb und ich dachte, er steht irgendwann mal auf und weiß ich nicht. Oder rollt sich wenigstens raus oder sowas. Ja, hab ich auch gedacht, er steht immer auf nachher. Ja. So. Aber rausrollen hätte er sich schon in den 20 Minuten vorher, also weiß ich nicht, was das sollte. Aber ansonsten wurde alles gesagt, glaube ich, zum Match. Brauche ich nicht mehr viel sagen. Gut. Haben wir dann alles? Mhm. Ja. Dann machen wir das klassische Fazit und die Wertung auf WSU Excellence 2015 vom 12. September 2015 aus Voorhees, New Jersey aus der Flyers Skate Zone. Jan. Ja, Fazit. Es war eine Show, die knapp 90 Minuten ging, wofür die WSU jetzt vielleicht nicht so viel konnte, weil es da wahrscheinlich in der Halle Probleme gab, soweit ich das halt gelesen hatte. Und man halt noch später und dann noch eine Show hatte, von daher konnte man es nicht länger machen. Aber das, was dann halt in der Zeit gezeigt wurde, war halt dürftig zu einem großen Teil. Und das sage ich, ich habe die Show heute gesehen. Ich habe Raw heute gesehen. Und würde jetzt sagen, wenn man die beiden Shows zur Auswahl hätte, würde ich sagen, guckt Raw. Ja. Und also, es ist jetzt nirgendwo was mit bei, wo ich jetzt sagen würde, Alter, das war jetzt komplette Zeitverschwendung, dass ich das gesehen habe. Das würde ich jetzt nicht sagen. Liegt auch daran, dass ich viele von den Damen halt nicht kannte und deshalb zumindest meinen ersten Eindruck von denen gekriegt habe, auch wenn halt die Matches teilweise nur 5-6 Minuten lang waren. Was jetzt erstmal nicht so verkehrt ist, erstmal so einen Einblick denn zu kriegen. Aber für Leute, die vielleicht schon öfters Shows von der WSU zum Beispiel gesehen haben, wüsste ich jetzt nicht, ob ich die Show empfehlen kann. Vor allem, wenn ich denn noch weiß, dass halt der Stream der offizielle $15 kostet. Was ich dann relativ viel finde. Vor allem, weil ich halt da den direkten Vergleich habe von AIW, wo ich auf SmartMock-Video, ich glaube, maximal $12.99 pro Show zahle. Und bei Chikawa $11.99. Und da nicht nur den Stream habe, sondern den Download. Im Falle von Chikawa sogar in Full HD Download kann. Da muss ich sagen, da finde ich dann auch den Preis, was jetzt halt für die Qualität der Show jetzt nicht reinspielt, aber wo ich dann halt sage, wenn ich da schon so eine leicht verkrüppelte Show habe, vielleicht hätte man die dann auch billiger anbieten können als Stream. Aber gut, das spielt halt bei der Bewertung nicht rein. Das größte Plus, was ich wahrscheinlich sagen könnte hier, ist, es war Wrestling verbunden nicht die größte Enttäuschung am heutigen Tag für mich. Was war da? Ich habe heute gesehen, wie bei New Japan der World Tag Team Turnier, wie das aussieht. Und Block A ist eine reine Frechheit. Okay, ich habe noch gar nichts gesehen. Ich kann es ja einfach mal sagen. Weil sonst reden wir eh nicht drüber. Im Block A haben wir außer Kazaniels, also Daniels und Kazarian, nur zusammengewürfelte Teams. Makabe und Honma, Tanahashi und Elgin, was ich eine sehr schöne Kombi finde. Was? Sakura, Okada und Yoshihashi, okay, das macht Sinn. Manabu Nakanishi und Yuji Nagata, die alten Leute, passt auch noch, genauso wie Fale und Tonga. Und man sagt, okay, da kann man zumindest verstehen. Sehr lustig finde ich auch die Kombo Toru, Yano und Sakuraba. Das ist einfach Chaos. Eieiei. Passt gut, ja. Ja. Und Block B, und das ist jetzt eigentlich das, wo ich so denke, wer sich bei der, jetzt nochmal Abschweifung Richtung WWE, wer sich über das WWE World Heavyweight Titelturnier beschwert, der soll immer bei New Japan die World Tag League sich angucken. Block B, da haben wir die aktuellen Tag Team Champions, dann die vorherigen Tag Team Champions mit Goto und Shibata, da haben wir Naito und Watanabe. Also Los Ingobernables. Nables. Dazu haben wir Tenkoji, also Tenzan und Kojima. Dazu haben wir die aktuellen Ring of Honor Tag Team Champions, Bennett und Taven.
und als einzige beiden ein bisschen zusammengewürfelte Teams Styles zusammen mit Yujiro. Yujiro! Finde ich schon mal gut. Und der aktuelle IC-Champion Shinsuke Nakamura mit dem aktuellen Never Open Weight Champion Tomohiro Ishii. Geil. Also, naja, egal. Also da habe ich mir mehrmals mit der flachen Hand vor den Kopf gehauen. Gut, ich habe aktuell nur eine zur Verfügung, mit der ich das machen kann. Deshalb war ich da auch etwas vorsichtiger, weil noch eine... Das war gerade mein Geräusch. Denn noch eine zweite kaputte Hand wäre ein bisschen blöd. Egal. Habe ich aber auch schon fertig gekriegt, wie die treuen Hörer des Podcasts wissen. Ich habe mir auch schon mal das Handgelenk beim Wrestling gucken verstaucht. Und zwar als The Rock bei einer Show mal irgendwann zurückkehrte. Und ich habe mich deswegen so gefreut, weil ich das prognostiziert hatte 3 Wochen vorher und dafür ausgelacht wurde in einem Wrestling-Forum und habe gesagt, das läuft darauf hinaus, dass The Rock wiederkommt. Und ich gesagt, das kommt nicht, The Rock, bla. Tönt die Musik von The Rock, bin aufgesprungen, habe gegen meine Wand gehämmert vor Freude und dabei habe ich mir die Handgelenk gestochen. Ja, habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt im Podcast. Also, also Wrestling-Enthusiast so ein bisschen, ne? Ja, aber... Wertung brauchen wir noch, Jan. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen langgezogen, weil ich mich da echt schwer tue. Einerseits möchte ich der Show eigentlich eine anständige Punktzahl geben. Andererseits, das, was geboten wurde, ist halt auch nicht so viel gewesen, so dass ich da eigentlich nicht mehr als 4 Punkte geben kann. 4. Ja. Right. Hab ich. Frankie. Ja, wir haben über diese Show wesentlich länger geredet, als sie gedauert hat. Ja. ähnlich wie Jan sage ich, es war jetzt nicht komplett Zeitverschwendung, sondern ich würde mich ja einfach mal generell ins Women Wrestling, ins amerikanische Women Wrestling ein bisschen reingucken. Also guckt man sich Shine an und dann muss man sich auch mal WSU angucken. Dann kann man halt noch dazu sagen, WSU scheint im Gegensatz zu Shine, versuchen sie das etwas größer mit mehr Schnickschnack aufzuziehen, also sprich Titantron im Hintergrund und alles, ja, Absperrungen und das hast du bei Shine ja nicht, ja, da hast du halt nur ein Plakat, eine große farbige Wand im Hintergrund und ansonsten hast du da diese Club-Atmosphäre, ja. Wobei ich mir dann aber, wenn ich es vergleiche, sage, ey, dann lieber weniger Schnickschnack und bessere Show. Und das ist für mich leider so und ich muss mich da auch weiter, Jan, anschließen. Ich kann dem nicht mehr als 4 Punkte abbringen. Dem ganzen Doppel Ding, 4. Ja. Das war auch das, was ich mir überlegt hatte. So richtig kacke war es nicht, aber ich muss es nicht unbedingt nochmal gucken. Also so. Ja. Alright, Willi. Also ich habe es ja 2-mal geguckt, 1-mal ein bisschen oberflächlich und dann nochmal in Ruhe, heute nochmal als Vorbereitung. Alle Singles-Matches, die was werden könnten, wurden frühzeitig beendet, warum auch immer, durch Verletzung oder durch Eingriff oder durch die DQ am Ende vielleicht oder naja, alles Mögliche. Mir haben die Tag-Team-Matches Spaß gemacht, das auf jeden Fall. Aber es reicht auch nicht aus, dass ich das mir kaufen würde und ein Regal stellen würde oder so. Das nicht. Doch, der Fakt, dass wir das reviewed haben. Das ja. Aber da wir die Frauenszene ein bisschen bei uns neu entdecken wollen oder präsentieren wollen, müssen wir natürlich auch mit der einen Show, die wir gemacht haben, mit Shine 29 vergleichen. Sonst vergleiche ich nicht gerne, weil es ein eigenständiges Produkt ist, aber wir müssen jetzt vergleichen. Und da hat mir Shine 29 wesentlich mehr Spaß gemacht. Ich würde keine 4 geben, weil wir eine 10er-Wertung haben und ich würde eine 5 geben. Also es ist eine durchschnittliche Show, sagen wir es mal so. Mhm. Aber mehr als 5 würde ich dann auch nicht geben. Dann sind wir uns einig. Also 2x4, 2x5, ich gebe nämlich auch 5. Für mich ist es so, ich gucke halt relativ,
relativ viel WSU, habe ich vorhin gesagt. Ich habe die Liga von Anfang an auf dem Radar. Ich habe auch noch Tapes hier, wo ich das also schon ein bisschen länger gucke. Seitdem es die Liga gibt, also das sind ja jetzt, wie wir gehört haben, 8 Jahre, denn es gab ja in 2015 die 8th Anniversary. So lange gucke ich das entsprechend. Vieles davon war nicht gut, muss ich ganz klar sagen. Seit der Veränderung ist dem Produkt eine Veränderung anzumerken und das tut der Liga gut. Aber ich finde, dass es nicht mithält mit dem, was Schein und Schimmer abliefern. Und damit meine ich in Gänze. Einzelne Matches, ganz sicher sogar, stechen raus. Aber das Produkt einer kompletten Show in Gänze wird mit wahrscheinlich keiner Schimmer- oder Schein-Show mithalten können. Das ist eine ganz allgemeine Aussage auf alles, was ich gesehen habe bisher. Und das ist eine ganze Menge. Und wie gesagt, einzelne Matches gelten dann vielleicht sogar in speziellen Fällen sogar eher noch als Match des Jahreskandidat als alles, was Schein und Schimmer produzieren. Aber in Komplettbewertung einer ganzen Show ist Schein oder Schimmer immer besser. Meine Meinung. Was irritierend daran ist, weil es oftmals sehr ähnliche Wrestlerinnen sind, die in diesen Produkten auftreten. Und es dann wahrscheinlich der Ausrichtung von Women's Superstars Uncensored geschuldet ist, dass diese Damen dann hier nicht ganz so dürfen, wie sie es vielleicht dann in einem Schimmer, Schein oder selbst AIW Girls Night Out Produkt können. Dürfen. Ja. Wieso, weshalb, warum, wäre müßig. Es ist einfach so und selbst wenn es nur die Wirkung ist. Und deswegen schließe ich mich an, es ist keine schlechte Show, es ist aber auch keine gute Show. Es ist absolutes Mittelmaß und genau das, wenn du im Duden nachguckst, mittelmäßige Damenshow WSU Excellence 2015. Mit dem absoluten Hoch dieser großartigen Promo, diesem Wohlgefühl, diesem Abschied, das ist das absolute Hoch und so ein richtiges Tief gibt es nicht, aber alles andere ist eben, wie Jan vorhin gesagt hat, und das sage ich auch ganz gerne, einfach nur da. Und ich denke, davon muss man nicht wiederholt werden. Was die Show aber dennoch für mich gut wirken lässt, ist, dass hier viele der Damen, die ich als Lieblingsdamen im amerikanischen Independent Wrestling bewerte, hier bei dieser Show aktiv waren. Genau das rettet die Show. Wenn die nicht da wären, wenn wir beispielsweise Hanaya ausgetauscht hätten oder Kant ausgetauscht hätten oder Liva ausgetauscht hätten oder wenn wir Athena ausgetauscht hätten, dann wäre das vielleicht sogar etwas, wo wir hier überlegen müssten, mal ein bisschen tiefer zu greifen, was die Wertung angeht. Aber dem war nicht so, weil diese Damen wahrscheinlich manchmal gar nicht schlecht können, aber auch nicht eben richtig gut. Und genau deswegen komme ich auf auch eine Wertung von 5 und deswegen haben wir eine relativ leichte Wertung von 4,5 im Durchschnitt. Ja, 4,5 von 10 auf WSU Excellence 2015. Wollen wir WSU in 2016 noch eine Chance geben? Oder wollen wir hiermit sagen, das war nichts, wir gucken lieber erstmal, was Schimmer, Schein und AIW Girls sagt. Von mir aus eine Chance gebe ich. Ich habe hier nur eine Show bis jetzt gesehen, also eine Chance würde ich nochmal geben. Also gucken wir, dass wir eine der ersten Shows in 2016... Hey, ich bin einer von vielen, ja. Also ich möchte das jetzt nicht alleine. Ich möchte nicht, dass das nachher heißt, der Frank hat gesagt. Gut, Jan, dann sag du was. Ja, ich würde mir da auf jeden Fall noch eine Show von angucken. Ja. Von Jan wusste ich das nämlich, deswegen sind wir schon 3 und deswegen ist fast egal, was Willi sagt. Aber Willi weiß ich, der macht Damenwrestling, genau. Der macht wahrscheinlich alles mit. Umso mehr, umso besser. Aber so habe ich das jetzt kombiniert. Genau, einfach. Umso mehr, weil umso ich habe Frankie gefragt, von dem wusste ich es nicht. Und die anderen beiden konnte ich mir denken. Okay, gut. Gerne. Also, ja, ich gebe dem auch nochmal eine Chance. Gut, dann schauen wir also in 2016 auf eine der ersten Shows, wann auch immer sie stattfinden würden. Kalender gibt es noch nicht. Kriegt ihr dann aber entsprechend bei uns mit, wann es kommt und dann kündigen wir das ja auch rechtzeitig an. Wenn ihr bis zum nächsten Mal Fragen habt, dann könnt ihr das gerne stellen. Ich habe jetzt die Möglichkeit nicht geboten, weil das bei Schein auch nicht so ganz genutzt wurde. Ja. Aber könnt ihr darauf einstellen, wenn wir am 1.12. dann reviewen, nämlich Schein 30, dann kriegt ihr wieder die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und wenn ihr wollt, dann von mir aus auch irgendwas über WSU, aber da sollte es natürlich möglichst um Schein geben. Generell sage ich aber jetzt, ja, dass das Ding mit dem Damenwrestling beim WTR ja definitiv eine Nische haben muss. Nach dem, was ich bis jetzt mir alles angeguckt habe, ist das was ganz Wichtiges und es gehört zum Wrestling dazu und das muss seine eigene Nische kriegen. Ich finde das sehr gut, dass wir das machen.
Ja, ich habe es ja schon so lange vor und Willi weiß ja. das. Ich habe mich einfach mal eben rausgeredet. Das ist länger, ist länger geplant. Wir haben bloß noch kein ich Datum. Ich habe auch gebettelt. Und ja. Und irgendwann habe ich dann Butter bei den Fische gemacht. Und dann klappte es nicht, weil ich mal wieder blöderweise ins Krankenhaus musste. Ja, und dann hat sich's wieder verschoben. Und dann habe ich nachher, ja, inzwischen ist Willi ja mit dabei. Und deswegen haben wir es jetzt dann sogar hinbekommen, dass er mit dabei ist. Und dann machen wir das auch. Ja. Denn ich gucke diese Shows ja. Ich hätte die ja längst reviewen können. Ja. Aber ihr kennt das ja selbst auch, wo es dann passt und wenn der Podcast-Plan sowieso schon so voll ist, und das ist bei uns ja durchaus das ein oder andere Mal der Fall, dann wäre Damenwrestling noch viel mehr untergegangen, als es jetzt gerade passiert. Ja. Und deswegen schauen wir mal, wie es ankommt, Stück für Stück. Aber ich denke auch, vor allem wenn man ja bei der WWE und vor allem bei NXT das Damenwrestling so doll lobt, dann ist es nicht verkehrt, wenn wir mal schauen, was es sonst noch an Damenwrestling gibt. Und ich habe überlegt, wir machen... Also wenn wir jetzt Shine 30 machen, dann machen wir ein AIW Girls Night Out Event und vielleicht machen wir dann nochmal ein TA Knockout Event. Und Schimmer? Dann haben wir nämlich alle... Ja, Schimmer würde ich dann auf eine der, nächsten, der letzten Shows warten. Okay. Ja. Sonst in die Vergangenheit zurück ist bei Schimmer schon ein bisschen schwieriger, dann wäre es fast schon eine Time Machine. Schimmer hat ja jetzt 3 Shows schon gemacht, ganz schnell nacheinander wieder. Das wäre also, wir müssten viel mehr nachholen auf einmal. Also zukünftig wäre auch besser, dass wir eine zukünftige Show machen auf jeden Fall. Irgendwie mal schauen, wo es sich anbietet. Vielleicht auch mal einfach von der Card gucken. Das wird bestimmt was. Und das dann aber auch eher so, was ich in den ersten Monaten, 2, 3 Monaten von 2016. Und bis dahin, denke ich, kriegen wir einen monatlichen Damen-Podcast, vielleicht sogar in den ersten Monaten im nächsten Jahr hin. Das wäre super. Vielleicht machen wir es genauso wie jetzt, dass wir eben die letzten, wir haben ja jetzt diese Roundtable-Wochen gerade im WTR. Vielleicht machen wir dann wieder irgendwie so, dass wir sagen, okay, in 3 Wochen Abständen oder in 2 Wochen Abständen manchmal auch. Schauen wir mal drauf. Je nachdem, was an Produkt da ist und vor allem auch, was wir in unserem Podcast-Plan veröffentlichen können. Ja. Aber ich finde diese Idee mit diesem wöchentlichen Review gar nicht so verkehrt, weil man relativ viele Ligen abdecken kann, die man noch nicht gemacht hat. Ja, finde ich auch. Man muss nur die Leute finden, die damit mitreden. Aber eigentlich finde ich diese Idee, dass man sagt, okay, das ist eines der Formate, wöchentlich ein Roundtable über eine Wrestling-Show. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man damit ganz viel Ligen bedienen kann. Und dann kannst du trotzdem WWE, NXT, wenn TNA was macht, kannst du trotzdem bedienen. Aber es bleiben ja noch mehr Wochen im Monat. Da sind halt Tellerrand. Tellerrand ist halt wichtig, ne? Ja. Muss ihn bedienen, das ist wichtig, ja. Ja, wir sind ja einer der Podcasts, die deinen Tellerrand dann bedient haben, immer schon. Und deswegen ist es auch gar nicht so unbedingt eine Veränderung für uns, weil wir haben diese Ligen ja auch, wenn bei WSU, wenn Chana da war oder so, haben wir das ja bei Chaka auch erwähnt. Und haben auch wichtige Ereignisse von Schimmer, Shine und den anderen Ligen mit erwähnt. Entweder durch Jan oder durch mich. Haben wir ja eigentlich bei Chaka oder in Roundtables immer schon gemacht. Und jetzt kriegen sie halt nicht nur die Nische, dass sie erwähnt werden, sondern sie kriegen tatsächlich einen eigenständigen Podcast. Und am ehesten noch entscheidet ihr, die Hörer, ob es bleibt oder nicht. Und solange keine Gegenrede kommt, dann machen wir es. Ja. So ist das nämlich. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Damenwrestling-Deckel drauf. Müssen wir was überlegen, wie man den Namen, den Damen-Podcast, weil wenn ich jetzt wieder Arsch auf einmal sage, dann denken alle wieder nur an Naomis oder Athenas Arsch. Deswegen passt das nicht. Oder Herr Naya neues... dran. Mach das Schminktöpfchen zu. Oh, nein. Das war wieder das Hand vor die Stirn-Geräusch. Nein, das nicht. Facepalm. Gut. Aber es gibt auf jeden Fall die Verabschiedungsrunde und ihr dürft alles noch raushauen, was ihr noch raushauen wollt. Und Jan darf anfangen. Und ich habe es ja vorhin versprochen, die Top 5 der Schnuckelchen dieser Ausgabe Platz 5 geteilt. Hanaya und Leva Bates. Platz 4 Brittany Blake. Platz 3 Candice LeRae. Platz 2 ich habe es gerade vergessen. Tessa Blanchard, genau sie war es. Naja, und Platz 1 ist nicht verwunderlich, dass das Veda Scott ist. Weil Veda dachte, über alles, ne? Thunder Kitty. Nicht mal bei der Show. Omnipräsent. Da steht Jan nicht so ganz, weil er Schein nicht gesehen hat. Egal. Jan, und? Verabschiedung? Ja, ansonsten, man hört sich spätestens nächste Woche wieder. Wenn wir denn da, über eine 90-Minuten-Show haben wir eine Weile geredet. Nächstes Mal haben wir den 9-Stunden-Show vor uns. Ja. Hochrechnen, ne? Ich sehe da schon den 24-Stunden-Podcast kommen. Sven würde 12 sein. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mich freuen oder weinen soll.
Du wirst dich freuen. Ja, eigentlich schon. Ich beantworte das für dich. Ja. Vorher gucke ich mir noch an, weil das geht wenigstens schnell, wie die gute Ronda Rousey wieder meine Gegnerin verkloppt. Das kann sich ja nur um Sekunden handeln. Ja, mal gucken. Ja, also gegen Holly Holm, das ist entweder auch so kurz oder es wird brutal langweilig, weil Holly Holm dafür bekannt ist, dass sie gerne im Rückwärtsgang kämpft. Das befürchte ich nämlich auch nicht. Oh Gott, das entweder wird es ein schöner aber Kampf wenn wirklich ein beschissener. Oder wenn Rondi sie wenn Rondi, ja, wenn Ronda sie erwischt, dann ist es durch. Aber du hast schon recht, also Holly ist schon gut im Rückwärtsgang. Aber wirklich, wirklich gut im Rückwärtsgang. Die kann das halt. Aber ob sie es gegen Ronda kann, ja, mal sehen. Ist das jetzt am Samstag? Ja, also müsste jetzt am Wochenende sein. Alright. Naja, schauen wir mal. Werden wir dann wahrscheinlich dann bei PWG irgendwie, vielleicht, weil wir da jetzt den Cliffhanger gebaut haben, werden wir da mal drauf gucken. Dann. Das machen wir, wenn wir dran denken. Ansonsten. Wenn wir dran denken, das ist eine gute Ergänzung. Ja. Das passiert oft, dass wir irgendwas vergessen. So, Jan, jetzt noch. Wenn ich endlich mein Ende finde, weil ich weiß, das kann ich immer nicht so. Habt Spaß beim Wrestling, guckt, was euch Spaß macht, egal ob irgendwer sagt, es ist scheiße. Und wenn ihr aktuell keine Zeit habt für Wrestling, weil ihr zum Beispiel Fallout spielt, dann, ja, Mai. Bei Fallout spielen kann man ja unsere Podcasts hören, von daher ist es mir jetzt auch egal. Tschö. Stimmt. Das ist eigentlich keine Ausrede. Frankie. Ja, ich wünsche noch allen einen schönen Abend und denkt bitte morgen Abend an mich, weil da habe ich meinen letzten St. Martinszug für dieses Jahr vor mir. Meinst du nicht vielleicht heute Abend? Ach ja, heute Abend, ja. Es ist gerade 0 Uhr 35 am 11. Mittwochabend Mittwochabend um 18 Uhr geht der Frank, der Schnubbel, mit seinem Sohn und der Frau und den anderen Kindern und dem Conny und dem Leo, ja, gehen wir nochmal durch Alsdorf, durch mein Käffchen hier und singen. Und schlenke die der Kaffee ist kaputt. Nee, das Kaff, ja, das Kaff. Ja. Und vor allem. Also, wir haben mehr als eine Ampel hier, muss ich ehrlich sagen. Hey, das ist immerhin. Da geht's ab. Ja. Dann. Da stirbt der Bär. Und nicht vergessen, na gut, wenn ihr den Podcast hört, dann ist es schon soweit gewesen. 11.11., ne? Ja. Also nicht zu viel feiern. Um 11.11. Mhm. Ja, dann geht's wieder rund. Aber Jan, du hast dich eigentlich schon verabschiedet. Okay. Jan, wir können gerne tauschen. Du kommst nach hier am 11.11. und ich gehe da, wo du bist. Ja, da wird kein Karneval gefeiert. Ja. Wenn du bist. Da können wir. Gut, Frankie. Tschüss sagen noch. Willi. Ja, ich möchte auch kein Karneval erleben. Aber ich muss auch natürlich. Die Laternen schwingen nachher irgendwann. Aber wenn ihr das hört, ist das alles schon vorbei und ja, genau. Alles ist wieder gut. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal zuhören. Bedanke mich, dass ich dabei sein durfte wieder. Macht wieder Spaß, auch wenn die Show diesmal Durchschnitt war nur, macht es trotzdem Spaß. Und ja, habt noch eine schöne Zeit. Sehr gut. Ist eigentlich, ich habe gerade, ich habe Karnevalbeginn gesagt, das ist Ende, ne? Ich habe keine Ahnung, ist mir völlig egal. Nein, am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt der Karneval. Ja, beginnt, aber doch richtig. Karnevalssession, ja, obwohl hier. Ich habe gerade so Déjà-vu mit Schule gehabt, da war ja auch immer 11.11., 11.11., konnte man irgendwie, egal welchem Unterricht man war, es passierte irgendwas. Irgendwer kam in die Klasse gestürmt oder was auch immer und deswegen habe ich immer gedacht, das war Anfang. Zum Glück war es richtig. Obwohl hier bei mir im Rheinland wird schon seit 2 Wochen an Wochenenden gefeiert. Das geht schon seit ein paar Wochen ab. Also die ersten Sitzungen laufen schon längst. Kann man mal machen. Also, wenn ihr irgendwas an uns richten wollt, irgendwas sagen wollt, Feedback auf diese Ausgabe oder auf alle anderen oder Vorschläge für weitere Podcasts machen, könnt ihr das gerne machen. Wir freuen uns darüber. Kurzer Podcast-Ausblick. Die nächsten beiden Ausgaben, die von uns kommen, werden Time Machines sein. Und damit zum ersten Mal in WTR-Geschichte 2 Time Machines direkt nacheinander. Und zwar zum einen die Survivor Series 1990 und zum anderen die Survivor Series 1998. Oh.
Die eine mit der Verbindung zum 25. Jubiläum des Undertakers 1990, die andere mit der aktuellen Verbindung, dass bei der Survivor Series 2015 ein neuer WWE World Heavyweight Champion gefunden wird. Das letzte Mal, als das der Fall war, war das bei der Survivor Series 1998. Also beides in einer Time Machine. Sven und ich setzen uns ran und das sind die nächsten beiden Podcasts, die ihr von uns bekommt. Ansonsten sucht euch einfach wie gewohnt das raus, was euch interessiert, und wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt und was ihr uns sagt. Und wenn ihr gerne mal dabei sein wollt im nächsten Jahr, könnt ihr das auch von jetzt an anmelden. Ich habe nämlich heute angefangen, die Podcast-Pläne für 2016 anzufangen. Wenn ihr also dabei sein wollt, dann auf wie mit Gebrüll. Und ansonsten bleibt mir wie immer zum Ende zu sagen, danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.